Heute zu Gast Professor Dr. Maximilian Fichtner. Ich lese kurz vor, was du alles so gerade bist und darstellst, denn auswendig kann ich mir das nicht merken. Seit 2013 Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Seit 2021 Oktober geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Du leitest die Abteilung Energiespeichersysteme am Institut für Nanotechnologie des KIT. Bist wissenschaftlicher Direktor von CELEST, das ist das Center for Electrochemical Energy Storage Ulm-Karlsruhe. Und bist außerdem Sprecher des Exzellenz-Cluster POLIS. Ich sag mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Gruß von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir sind alle Fans tatsächlich. Gleich das Outing zu Beginn des Gesprächs hier. Wir kennen alle den Gladen-Podcast und viele deiner Vorträge, die wir auch auf YouTube gesehen haben. Deswegen kam natürlich jetzt dann über die Feiertage der Ruf, oder vor Weihnachten war es ja eigentlich, wir müssen den mal einladen. Und jetzt sitzen wir hier, machen die erste Episode für dieses Jahr zusammen. Wir freuen uns sehr. Wird auf jeden Fall ein schöner Auftakt. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du vielleicht kurz zu Anfang erklärst, was das ist, was du jetzt gerade machst. Was ist ein CELEST? Was ist eigentlich ein Exzellenzcluster? Ja, also angefangen hat das Ganze ja vielleicht mit der Gründung unseres Instituts, das Helmholtz-Institut. Das ist ein gemeinsames Institut des KIT, also des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Ne, damals war ja auch noch nicht, das war vor 10 Jahren, war noch nicht so ganz klar, ob sowas überhaupt klappen kann. Das hat aber sehr gut geklappt. Wir wurden damals gegründet als Center of Excellence, hoffentlich, ja, in der Batterieforschung. Und das hat erstaunlich schnell und gut funktioniert. Und wir haben einfach gemerkt, dass die beiden Standorte Ulm und Karlsruhe sich inhaltlich sehr, sehr, sehr gut ergänzen. Ja. Und ich hatte dann auch vorgeschlagen, dass wir also nach der Gründung des Instituts, nachdem man gesehen hat, dass das gut läuft, dass wir die beiden Standorte ein bisschen näher rücken lassen. Und daraufhin haben wir dieses Center for Electrochemical Energy Storage Ulm-Karlsruhe gegründet, CELEST. Das ist eine Forschungs- und Entwicklungsplattform mit den drei Partnern, dem KIT, der Universität Ulm und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung hier in Ulm. Da wird ganz viel auf Batterien, aber auch auf Brennstoffzellen geforscht. Mhm. Und auf dieser Plattform, das sind praktisch 51 Institute, Arbeitsgruppen, und das ist eine der größten Plattformen weltweit, wenn man jetzt mal zum Beispiel den Output betrachtet an Veröffentlichungen und so weiter. Und wir beschäftigen uns da also mit verschiedenen Forschungsthemen, aber wir machen auch Ausbildung. Wir haben eine der größten Graduiertenschulen für Doktoranden in Deutschland. Und wir machen natürlich auch Kommunikation. Das heißt, wir haben diesen geladen Podcast, den du da erwähnt hattest. Der läuft auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und wir haben so Erklärvideos und versuchen das zu transportieren. Ein Kind dieser Plattform ist der Exzellenzcluster POLIS. Der Exzellenzcluster heißt deshalb so, weil die Deutsche Forschungsgemeinschaft vor ein paar Jahren praktisch ein riesiges Programm aufgelegt hat, um Universitäten stärker auszustatten, dann, wenn sie halt exzellente Vorarbeiten und Ideen vorzuweisen haben. Da hatten wir auch unseren Hut in den Ring geworfen mit der Idee, an der Energiespeicherung jenseits von Lithium zu forschen. Ja, da hatten wir auch sehr, sehr gute Vorarbeiten vorzuweisen. Und am Ende des Tages, das sind also, ich glaube, 6 Anträge gestartet im Batteriebereich, war das der einzige, der übrig geblieben ist. Und jetzt arbeiten an den Standorten Ulm und Karlsruhe insgesamt etwa 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an diesem neuen Thema. Das Thema jenseits von Lithium, wie du sagst, und Lithium, wie ich immer schlampigerweise sage, was aber vielleicht auch irgendwie richtig ist, habe ich gehört, gibt dem Ganzen den Namen. POLIS steht für Post-Lithium Storage, richtig? Genau. Okay. Das ist genau richtig. Schließt sich der Kreis. POLIS heißt auch Stadt im Griechischen. Ja, das wusste ich vorher schon, tatsächlich. Als alter Lateiner kann man natürlich auch Griechisch. Okay, an der Stelle hätte man, glaube ich, noch eine private Frage. Wir haben vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, also wir zwei, während wir versucht haben, Mikrofone anzuschließen und Kopfhörer in den Griff zu kriegen und so, haben wir ein bisschen über Musik gesprochen. Das können wir vielleicht hinten raus noch machen, aber jetzt ist natürlich die Frage,
die Malik sich gestellt hat in der Vorbereitung. Was fährt denn so ein Professor Dr. Fichtner für ein Fahrzeug privat? Oder fährt er überhaupt ein Fahrzeug privat? Wie sieht es aus bei dir? Im Augenblick fahre ich Bahn, weil wir gerade unser letztes Institutsfahrzeug, ein Opel Ampera E, zurückgegeben haben als Leasungsfahrzeug. Und wir warten jetzt auf Nachfolger. Das wird ein Kia e-Niro. Es war jetzt nicht das Wunschteil von uns, aber das war der einzige, der einigermaßen verfügbar war. Mhm. Alles andere hat riesige Wartezeiten, hätte zur Folge gehabt. Und ich fahre außerdem noch liebhaberweise einen alten Alfa Spider. Der hat aber Sommerzulassung, das heißt, der steht im Augenblick in der Garage. Ist aber kein Elektroauto. Ich hätte direkt eine Anschlussfrage. Ich bin noch ganz starstruck, Max sagen zu dürfen, weil ich wirklich Fan bin von dem Geladen-Podcast. Wie blickt man als Batterieforscher auf das Elektroauto, das man selber fährt? Also erstmal mit Verwunderung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals in unseren ersten Elektroflitzer eingestiegen bin. Das war ein BMW i3 mit einem Range Extender. Batterie war ganz grauslig. Also da konnte man irgendwie im Sommer 200, 230 Kilometer weit fahren. Im Winter bin ich nicht mal von Ulm nach Stuttgart auf den Flughafen gekommen und zurück. Was insgesamt 150 Kilometer wären. Für uns, Marcel und mich, als alte Zoe-Fahrer der ersten Generation, sind das Maximalreichweiten, die wir nie erreichen konnten. Das war schon sehr weit, was so ein i3 kommt. Okay. Aber der hat einen Range-Extender, insofern hatten wir da kein Problem. Was ich unglaublich fand, war dieses Gefühl, rekuperieren zu können. Und es geht mir heute noch so, wenn ich dann mal wieder in meinen alten Spider einsteige. Also da habe ich ja eigentlich den Vergleich dann. Ne? Also als erstes denke ich dann, der Spider ist ja auch nicht unflott, muss man sagen. Ja, das ist keine Rennmaschine, aber ein Sportauto. Trotzdem hat man das Gefühl, man steigt da in so eine Ölmühle rein, wo man erstmal auf 3000, 3500 Umdrehungen gehen muss, damit da mal was geht. Mhm. Und beim i3, der war ja eh so leicht. Ja? Wenn ich da an der Ampel gestanden bin und neben dran der R8 mit dickem Fuß, da habe ich den stehen lassen. Ja? Mhm. Und das ist ja heute auch noch so, oder bei dem Opel Ampera, dieses brave, biedere Ding, ne? Wenn ich da mit 50 km/h durch die Stadt cruise und drücke da mal das Pedal durch, dann drehen die Räder durch. Ja. Das war einfach dieses unglaubliche Gefühl, dieser Kontrast auch zwischen diesem brachialen Anzug, wenn man braucht, und gleichzeitig dieser absoluten Stille. Also gerade hier jetzt in der Schwäbischen Alb oder auf der Schwäbischen Alb, wenn man da so über die Hügel cruist, da so drüber zu schweben, das ist einfach toll. Ich fahre auch mit meinem Spider nett, gern offen und lasse mir den Wind übers Haar streichen. Aber das ist trotzdem irgendwie nicht vergleichbar. Und der technische Blick, also wenn man weiß, was da für eine Chemie drin ist und man forscht selber schon an der übernächsten Generation, wie ist da so der Blick auf das Auto? Ja, ich glaube, man hat da schon auch Respekt davor, auch wenn jetzt die Materialien vielleicht nicht der letzte Schrei in Sachen Speicherkapazität gewesen sind, ist es trotzdem also eine Riesenleistung, sowas dann auch auf Jahre hinaus stabil zu betreiben. Also da steckt ja so viel Detailarbeit drin und Ingenieursleistung vor allem, die wir uns als Chemiker irgendwie so gar nicht so genau vorstellen können. Aber das ist echt was, wo ich sagen muss, in dieser kurzen Zeit auch, die da zur Verfügung stand, um das alles zu entwickeln, hat mir das doch auch Respekt abgenötigt. In welcher Form eigentlich Respekt, weil man erwartet, dass die Batterien damals nicht so lange gehalten haben, weil man die aus dem Handybereich kannte, dass die halt nur 2 Jahre halten? Oder wo kommt der Respekt her? Naja, dass es praktisch
auch unter widrigen Bedingungen immer wieder stabil läuft. Ich meine, wenn ich jetzt im Auto sitze, das ist ja ein ständiges Wechselspiel aus Beschleunigen und Rekuperieren. Das heißt, die Batterie wird ständig geh- und entladen. Ja. Mhm. Und als Chemiker weiß man auch, was da an den Übergangs- oder an diesen Grenzflächen stattfindet zwischen dem Elektrolyten und dem Material. Da spielt sich ganz viel ab. Und sowas über Jahre hinweg stabil zu halten und diese ganze Batteriesteuerung so hinzubekommen, dass es sicher läuft, das ist nicht einfach so. Also da steckt schon ein Haufen Arbeit drin. Jetzt fragt sich sicherlich der eine oder die andere, der noch nicht so lange zuhören, erklär doch einfach gleich, wo du schon dabei bist, was passiert denn in der Batterie, wenn sie geladen wird, wenn sie entladen wird? Wie funktioniert das denn? Nur mal so für ganz normale Verbraucher einfach erklärt vom Chemiker persönlich. Also die Frage ist ja, warum heißt das Ding überhaupt Lithium-Ionen-Batterie? Ne? Es gibt ja andere Batterien. Ich versuche es mal so zu erklären. Man hat zwei Pole in der Batterie, Pluspol und Minuspol. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, als hätte man zwei Regale, zwei IKEA-Regale. Auf das eine schreiben wir Plus drauf, auf das andere Minus. Das Minusregal, das stellen wir so ein bisschen höher als das andere. Und dann habe ich eine Ladung Fußbälle, auf die schreibe ich Lithium drauf. Und wenn ich jetzt die Fußbälle alle in das etwas höher stehende Regal einsortiere, in diese Regalfächer rein, dann ist die Batterie geladen. Ja, das heißt, alle, oder man kann da Minus drüber schreiben oder Anode, ja, Anode ist der andere Begriff. Wenn die Lithium-Ionen alle in der Anode sind, im Minuspol, dann ist die Batterie geladen. So. Dann kann ich da ein bisschen dran rückeln, dann fallen die alle raus, dann purzeln die über so einen Zwischenraum, den nennen wir jetzt mal Elektrolyt, in der Batterie ist das eine Flüssigkeit. Und dann schwimmen die praktisch zum anderen Regal und sortieren sich dort ein. Das Regal steht ein bisschen weiter unten, das heißt, sie möchten dort eigentlich lieber sein. Das ist der stabile Zustand. Mhm. Und das ist das Plus, der Pluspol, die Kathode. Und wenn die alle da drin sind, ist sie entladen. So, jetzt ist es aber so, dass diese Fußbälle, die sind ja nicht einfach nur Fußbälle, sondern die haben alle eine elektrische Ladung, die sie tragen. Und normalerweise könnte man das nicht, dass man ganz viele Ladungen an einer Stelle konzentriert. Das wäre was physikalisch einfach nicht geht. Das heißt, wir müssen die Ladungen kompensieren. Und jetzt kommt der eigentliche Stromkreis ins Spiel. Das heißt, wenn die Lithium-Ionen wandern und bringen die positive Ladung von der einen Elektrode zur anderen Elektrode, dann muss gleichzeitig außenrum über den Stromkreis elektrische negativ geladene Ladungsträger, also die sogenannten Elektronen, mitwandern, um die Ladung dort vor Ort auszugleichen. Ne? Das heißt, wenn die Batterie sich entlädt, dann gehen die positiven Lithium-Ionen in den Pluspol, in die Kathode und gleichzeitig gehen die Elektronen außenrum über den Stromkreis in diese Richtung. Da kann man einen Verbraucher dazwischen schalten, ein Lämplein und das leuchtet dann. Ja. Mhm. Und Ion heißt, sind wir schon wieder beim Griechischen, Ionos, griechisch heißt Wanderer. Ah. Und das ist in dem Fall auch genau korrekt, weil das Ion, der Wanderer Lithium, der wandert dann sozusagen von dem Pluspol zum Minuspol oder umgekehrt. Dieses Elektrolyt, von dem du gerade gesprochen hast, das hat ja eine wichtige Aufgabe, wenn ich das richtig verstehe, in Erinnerung habe. Und zwar sorgt es ja dafür, dass es keinen Kurzschluss gibt oder keine Spontanentladung einer Zelle. Jetzt gibt es ja verschiedene Forschungsstände und Batteriezelltechnologien. Man spricht auch von Festkörperzellen und Chemien. Du hast eben von der flüssigen Elektrolyt-Version gesprochen, dass es eben auch feste Elektrolyten gibt. Kannst du da ein bisschen noch was zu sagen? Ja, also tatsächlich ist es so, dass der Elektrolyt keinen Strom leiten darf, also keinen elektrischen Strom.
Das ist ja gerade der Trick. Wir lassen die Ionen wandern und außenrum, also der Strom, der elektrische Strom, der muss dann außenrum den Umweg über die Kabel nehmen. So. Jetzt ist Folgendes. Da muss man ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Lithium-Ionen-Batterie, das, was du gefragt hast. Die ersten Batterien überhaupt, die in den 70er Jahren mit der Technik gemacht wurden, von Stan Whittingham, der ja auch hier in Ulm war, als er seinen Nobelpreis bekommen hat, oder Bekanntgabe stattgefunden hat, der hat als Minuspol eine Lithiumfolie genommen, also Lithiummetall, und als Pluspol auch wieder so eine Regalstruktur Titansulfid. So. Da konnte er das Lithium hin und her wandern lassen. Ja. Und dann haben alle gedacht, prima, das war übrigens bei der Firma Exxon, geht. Ja. Und dann hat sich sofort auch eine Firma gegründet, die das vermarkten wollte. Und als der CEO der Presse stolz die Batterie in der Hand gezeigt hat, da ist ihm in der Hand explodiert. So, und das war das vorläufige Ende der Lithiumbatterie. Ich sage es bewusst Lithiumbatterie, weil die Definition ist, man sagt Lithium, wenn am Minuspol man praktisch das Lithiummetall vorliegen hat. Man sagt Lithium-Ionen-Batterie, wenn das Lithium-Ion immer noch Ion bleibt und eingelagert wird im Minuspol. Und diese Einlagerungsstruktur, dieses Regal, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist bei der Lithium-Ionen-Batterie ist das Graphit. Das ist das schwarze Zeug von Bleistiften und sowas. Das hat so eine Schichtstruktur. Wie so ein Blätterteig sieht das aus im Prinzip. So, ja, und jetzt ist es so, man hat dann festgestellt, die Ursache für diese Brände waren tatsächlich, dass sich auf diesem Lithiummetall durch das viele Abscheiden und wieder Ablösen haben sich solche Nadeln gebildet und die sind einfach durch die Batterie durchgewachsen, durch die Zelle und haben dann einen Kurzschluss verursacht. Mhm. Dann hat sich also praktisch die ganze gespeicherte Energie in kurzer Zeit entladen. Es ist heiß geworden, dann verdampft der Elektrolyt, diese Flüssigkeit sprengt die Batterie und dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine Feuererscheinung oder sowas. So. Dann hat man gesagt, naja, wir müssen der Sache einen Riegel vorschieben. Das eine war dann, dass man gesagt hat, wir verwenden kein Metall mehr, sondern wir verwenden eine Wirtsstruktur, also eben dieser besagte Blätterteig, diese Kohlenstoffstruktur, also das Graphit. Da krabbelt das Lithium nämlich rein und wird dann drin festgehalten und kann auch keine Dendriten mehr bilden, keine Nadeln mehr. So weit, so gut. Gibt nur ein Problem. Und zwar kann man sich schon vorstellen, das Lithium wird dabei verdünnt. Ja, diese Wirtsstruktur ist groß, ist voluminös und ich kann dann nur noch ein Zehntel des Lithiums auf der Minuspolseite speichern, wenn ich das in Graphit reinpacke, anstelle des metallischen Lithiums. Deshalb möchte man immer wieder zurück zu diesem metallischen Lithium, weil ihr könnt es euch vorstellen wie so ein Haufen Orangen. Ja, wenn ich jetzt Lithium habe und packe das aufeinander wie so ein Orangenhaufen, dann ist es ganz dicht gepackt. Ja. Wenn ich aber Lithium packe in ein Weinregal rein, dann ist das sehr verdünnt. Da liegt da hier mal eine Orange und dort eine Orange und so weiter. So. Also zurück zum Orangenhaufen, zum metallischen Lithium. Und da sagt man, okay, wir müssen damit rechnen, dass da diese Dendriten sich ausbilden und dem schieben wir einen mechanischen Riegel vor. Das heißt, wir ersetzen diese Flüssigkeit, in der die Dendriten einfach durchwachsen konnten, durch einen Festkörper, der aber auch Lithium-Ionen-leitend ist. Und das ist die berühmte Festkörperbatterie. Die hat immer noch Lithium, die hat praktisch die gleichen Speichermaterialien oder ähnliche wie die derzeitige Lithium-Ionen-Batterie, hätte aber auf der Minuspolseite das metallische Lithium praktisch in hochkonzentrierter Form. Das ist der Vorteil. Wenn ich da richtig informiert bin, dann ist doch auch der Auslöser für diese Dendriten, dass man zum Beispiel besonders hohe Leistungen von den Akkuzellen beansprucht, oder? Also
je schneller ich lade, beziehungsweise je höher die C-Rate ist, die auf diese Akkus geht, auf die Zellen, desto eher bilden sich Dendriten, beziehungsweise je nachdem, in welchen Extremitäten sich diese Zellen befinden, sei es Temperaturfenster etc. Ja, genau. Tatsächlich ist es so, dass man, sagen wir mal, wenn man die Batterie regulär oder regelgerecht betreibt, passiert nichts. Ja. Jetzt kann man sich aber schon vorstellen, so wie du sagst, wenn ich jetzt mit einer Irrsinnsgeschwindigkeit beladen möchte, ja, dann kann das passieren, dass diese Lithium-Ionen nicht mehr schnell genug ins Material reinkrabbeln können, ja, sondern die landen da außen an und finden den Weg nicht gleich nach innen und dann lagern die sich außen ab, ja, und dann gibt es das sogenannte Lithium-Plating. Und es scheidet sich eine Schicht metallischen Lithiums ab und das ist dann gefährlich, weil von da aus kann es eben die Dendritbildung geben und das ist besonders dann ein Problem, wenn die Mobilität, also die Beweglichkeit des Lithiums verringert ist. Sind wir wieder bei unserem Bild mit den Orangen, wenn das sich da einsortieren muss in so eine Schichtstruktur und die Beweglichkeit ist gering, dann staut sich das alles außen. Das kommt nicht schnell genug rein. Und deshalb muss man bei tiefen Temperaturen eben darauf achten, dass man nicht zu schnell lädt. Also zu Deutsch gesagt, Dendriten, der Karies von Batteriezellen ist das, was eigentlich Batteriezellen altern lässt, richtig? Also man spricht ja immer über Batterielebensdauer von Zellen, 80% SOH, State of Health. Das bedeutet, wann sind die Dendriten so weit vorgedrungen, wann ist der Karies so, dass ich eben in die Praxis muss, oder? Nee, ist es eigentlich nicht. Also die Alterung hat damit zu tun, dass Teile des Materials inaktiv werden. Okay. Es kann tatsächlich auch, da kann Lithium selber auch dazu beitragen, wenn sich da so eine schwammartige Struktur bildet auf der Oberfläche und gewisse Teile bröseln dann ab, zum Beispiel, dann haben die keinen elektrischen Kontakt mehr und es kann passieren, dass die dann praktisch inaktiv werden. Es spielt sich aber auch bei den Speichermaterialien selber eine Alterung ab. Wenn wir uns jetzt wieder das Graphit angucken, im Minuspol zum Beispiel, ich habe das vorhin mit einem Blätterteig verglichen, dann kann das passieren, dass der Blätterteig außen praktisch so ausfranst, dass diese Schichten sich ablösen voneinander, dass die nicht mehr richtig aufeinander haften und dass die Integrität der Struktur so langsam verloren geht, dass das Ding mehr oder weniger anfängt, teilweise auseinanderzufallen. Und dann kann eben auch nicht mehr so viel gespeichert werden und das ist ein weiterer Alterungsprozess. Und dann gibt es auf der Pluspolseite gibt es auch den Fall, dass so Partikel, die können dann Risse bekommen und die Lithiumspeicherung kann nicht mehr so gut vonstatten gehen. Da gibt es verschiedene Mechanismen oder auf der Oberfläche bilden sich dann so immer dicker werdende Ablagerungen, durch die das Lithium immer schwerer durchkommt und sowas. Da gibt es ein ganzes Sammelsurium an Effekten, die dazu beitragen. Aber Malik? Hast du noch eine Frage direkt dazu? Ja, ich komme jetzt natürlich wieder aus der Nutzerperspektive. Ne? Ich bin ja der immer aus der Verbrauchersicht hier kommt und sich denkt, ja, das muss mir doch einfach alles egal sein. Ich als Endverbraucher lade ja mein Auto immer so schnell, wie es geht. Ja. Und das bestimmt mein Auto durchs Batteriemanagementsystem oder die Ladesäule, je nachdem das eine reguliert das andere. Ne? Und trotz all der Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, die ja jetzt sehr, sehr tief reingehen in die Materie im wahrsten Sinne des Wortes, muss ich als Verbraucher mich gar nicht groß damit beschäftigen, oder? Also ich muss eigentlich nicht gucken, ist jetzt kalt, ist jetzt warm, sondern ich mache einfach, was ich mache. Ich stecke den Stecker rein und den Rest macht die Technik für mich, oder? Genau so ist es. Ich meine, das Batteriemanagementsystem ist ziemlich clever mittlerweile. Und wenn du jetzt auch nur daran denkst, deinen Tesla neu aufzuladen, dann heizt der schon mal die Batterie vor bei tiefen Temperaturen. Und nur wenn man einen Neuralink hat, sonst musst du ihm sagen, dass du jetzt laden kannst. Fast. Denkt man dann vielleicht noch nicht.
Toll, also wenn du dem Auto in irgendeiner Weise mitteilst, dass du das irgendwie beabsichtigst, dann guckt der, dass die Batterie temperiert ist, damit eben solche kritischen Zustände physikalisch gar nicht möglich sind. Mhm. Ja, also solche Sachen werden dann eben unternommen. Oder man hat eine bestimmte Ladekurve, die einfach berücksichtigt, dass wenn der Ladevorgang so langsam am Ende ist, dass dann die Speicherstrukturen schon ziemlich voll sind und dass da nicht mehr so schnell gespeichert werden kann, dann knickt die Ladekurve so ab. Das heißt, der lädt dann langsamer, die letzten 10-20%. Mhm. Ja. Und das hat eben den Grund auch wieder in diesen Materialeigenschaften. Ja. Wo du gerade das Thema Ladekurve ansprichst, habe ich da anknüpfend eine Frage. Was ist denn eigentlich besser? Also wir kennen ja die Ladeecken, also sprich i3 oder e-tron, die einfach von 10 bis 80 oder 90% ungefähr die gleiche Leistung halten, also respektive 50 oder 150 kW beim e-tron. Oder wie beim Model 3 und Porsche Taycan, so eine abfallende Ladekurve, die einen hohen Peak haben bei 250, 275. Und dann eben bei, ja, was ist das, Marcel, bei 60%, glaube ich, 100 Kilowatt oder so, ja? Also so ein Dreieck genau, runterfällt. Model 3 dann, genau. Mhm. Genau, und Ioniq 5 macht das ja sogar nochmal anders. Der fängt dann Ticken niedriger an, geht dann höher, um dann wieder, also kann man da pauschal sagen, das eine ist besser für die Batterie als das andere oder muss es einfach nur irgendwie insgesamt passen? Was ihr alles wisst. Also, sorry, wir sind Nerds. Also ich weiß, dass es verschiedene Ladekurven gibt und ich habe mich da nie tiefer mit beschäftigt, weil das ist ein ziemlich komplexes Zusammenspiel, was die Ingenieure dann letzten Endes auswerten müssen. Man hat einerseits das Material im Pluspol, die Materialien unterscheiden sich. Wir haben das Material im Minuspol, ist auch nicht immer gleich. Wir haben den Elektrolyten, der ist meistens gleich. Aber dann haben wir auch noch das Batteriedesign. Also auch die Frage, wie dick ist denn die Schicht des eigentlichen Speichermaterials, die da aufgebracht ist? Und wie ist das Ganze verschaltet? Das ist eine Sache, da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Und ich würde jetzt einfach mal den Ingenieuren vertrauen, dass sie in der Lage sind, die Kurve, die für ihr jeweiliges System am besten geeignet ist, die dann auch zu ermitteln. Ja, dann schließe ich mal direkt an. Man spricht ja immer von den chemischen Speichern. Da muss man vielleicht auch erstmal kurz eine Sekunde drüber nachdenken, wenn man an Batterien und Elektro und so denkt. Welche Chemiearten, wir haben schon über das Lithium und so gesprochen, werden denn eigentlich verwendet? Was sind denn so die großen Schubladen, die es da gibt? Also man kann so eine Art Familienstammbaum der Batterien aufbauen. Und wenn ich jetzt die Lithium-Ionen-Batterie mir anschaue, dann kann man klassifizieren einerseits nach dem Material in der Kathode, also im Pluspol. Ja. Oder ich gehe zu ganz anderen Chemien, wo ich dann im Minuspol kein Lithium mehr sitzen habe im geladenen Zustand, sondern irgendein anderes Metall. Natrium zum Beispiel oder Magnesium oder Aluminium oder sowas. Das ist ein ziemlich heißes Thema im Augenblick, weil man natürlich auch den Druck aus der Ressourcensituation bei Lithium nehmen möchte, indem man Alternativen vorsieht, die halt, ich sag mal, ja, massenweise verfügbar sind. Natrium ist in praktisch unbegrenzter Menge im Meersalz vorhanden, Kochsalz. Ne? Mhm. Besteht zur Hälfte aus Natrium. Und da gibt es also keine Ressourcenproblematik. Und die Sachen sind ja auch ungiftig und sowas. Bei Lithium, da haben wir schon noch genug, aber da ist auch die Frage, kriegt man das schnell genug auf den Markt? Und das ist, hat zum Teil, also jetzt schon ziemliche Auswirkungen auf den Lithiumpreis. Mhm. Also um das kurz zu machen, man kann jetzt sagen, wir haben klassischerweise bei der Lithium-Ionen-Batterie haben wir Schichtstrukturen im Pluspol. Das
ging aus in den 90er Jahren von dieser ersten Batterie, die Sony eingesetzt hat, 1991, das war die erste kommerzialisierte Lithium-Ionen-Batterie, hat man reines Kobaltoxid verwendet. Ne? Und das ist eben auch wieder so eine Regalstruktur, wo sich das Lithium zwischendrin einsortieren kann. Dann hat man schnell gemerkt, lange noch bevor es diese Diskussion gab um Kinderarbeit und diese ganzen Sachen, hat man sehr schnell gemerkt, Kobaltoxid in größeren Mengen in Großbatterien ist keine gute Idee. Also es ist auch teuer und giftig und so weiter. Und man hat eigentlich schon in den 90er Jahren angefangen, das zu reduzieren, hat es dann stufenweise mit immer mehr Nickel und Mangan ersetzt, unter Beibehaltung der Struktur. Und man ist jetzt so weit, dass man praktisch kobaltfreie Batterien schon auf der Straße fahren hat. Und man geht dann auch zu anderen Strukturen wie dem Eisenphosphat, was keine Schichtstruktur mehr hat, sondern es ist eher so eine Kanalstruktur, wo das Lithium da reinwandert. Aber da sind dann überhaupt keine kritischen Rohstoffe mehr drin. Das ist im Augenblick der große Trend, dass man versucht, so teure, giftige, kritische Metalle aus der Batterie zu verbannen. Okay, verstehe ich dann richtig, dass die eigentliche Herausforderung ist, man guckt jetzt so in so ein Periodensystem und dann würden wahrscheinlich die versierten Chemiker, Chemikerinnen würden sofort wissen, welche Materialien haben die Eigenschaften, das wissen wir, dann nehmen wir die und dann gucken wir noch auf den Preis und das müsste ja eigentlich ganz einfach sein. Man geht sofort zu dem Material, was alles am besten kann, aber scheinbar ist es nicht so einfach. Das heißt, ein Großteil der Arbeit ist eben, dass man die wahrscheinlich dann alle sehr unterschiedlich nachher beherrschen muss oder was ist dir, warum guckt man nicht ins Periodensystem und alles ist gelöst? Ja, macht man ja. In der Regel ist es so, dass sich nicht alle Vorteile auf einem Element vereinen. Ja, das heißt, das eine Element ist vielleicht sehr häufig verfügbar, führt dann aber zu einer Konstruktion, die eine geringere Speicherkapazität hat oder die langsamer beladbar ist oder irgend sowas. Das heißt, in der Regel ist es so, dass das Zielsystem, was am Ende rauskommt oder das erfolgreiche System, ein ziemlich ausgefuchstes Ding ist, was möglicherweise sehr einfach aussieht. Also es kann sein, dass es solche Zufallstreffer gibt, wie eben dieses Eisenphosphat, was ja ein natürliches Mineral ist. Da würde ich mal sagen, ist ein Zufallstreffer. Aber alle anderen Materialien sind in hohem Maße entwickelt worden. Also die haben ganz spezielle Zusammensetzungen, ausgefuchste Materialkombinationen in ganz bestimmten Elementverhältnissen und so weiter. Ja, und dann schaut man natürlich noch, wie diese Materialien innerhalb der Batterie bzw. der Zelle dann auch agieren. Ne? Also ich habe im Modellbaubereich zum Beispiel auch mit Lithium-Polymer Batterien zu tun gehabt, die sich ja unterschiedlich dann auch verhalten. Manche werden dick, wenn man sie falsch benutzt. Ne? Die blähen sich dann auf und können dann auch hochgehen, wenn man Pech hat. Was Ähnliches hört man ja auch von so Batterietypen, die aufgrund ihrer Ladung, also aufgrund ihres Füllstands vielleicht sogar die räumliche Struktur verändern. Da gibt es doch auch so Batterietypen. Da wählt man dann wahrscheinlich dann auch die Materialien entsprechend aus, dass so Batterien sich, ich sag mal, jetzt nicht so stark bewegen, dass die vielleicht unter dieser Belastung dann auch kaputt gehen. Ne? Ja, also vielleicht zum ersten Teil, der Lithium-Polymer-Akku. Ja, das Polymer ist in dem Fall auch der Elektrolyt. Ja, das heißt, wir haben hier sowas schon wie so eine Art Festkörperbatterie. Ja, ich glaube, die iPhones haben auch einen Lithium-Polymer-Akku drin. Ne? Der Vorteil ist, also man kann sowas verwenden, wenn man jetzt keine riesigen Ströme braucht und viel Energie auf kurzem Raum speichern muss, dann geht es auch. Und das Polymer ist auch eine feste Wand gegenüber diesen Dendriten. Okay, aber es ist tatsächlich so, die Materialien, das kann man sich schon vorstellen, wenn die das Lithium aufnehmen und es krabbelt da so rein, dann
beansprucht es eben auch ein bisschen Platz in dem Material und drückt so die Wände so ein bisschen nach außen. Das heißt, das Material dehnt sich aus. Mhm. Ja. Ganz krass ist es bei dem System von der Firma QuantumScape, die ja mit Volkswagen Festkörperakku entwickeln. Die sagen, wir brauchen metallisches Lithium auf der Anode. Dann entwickeln wir die Batterie so, dass wir als Anode erstmal gar nichts haben, nur irgendwie ein Metallblech. Und das Lithium sitzt erstmal alles in der Kathode, ja, das heißt im entladenen Zustand. Und dann wird beim Beladen die Anode erst generiert, ja, weil das Lithium ja vom Pluspol zum Minuspol wandert. Minuspol ist vorher nichts und dann ist da plötzlich eine Lithium-Metallschicht. Und das ist natürlich die maximale Ausdehnung, die man sich vorstellen kann, weil da ist vorher ist null, ja, und dann hat man plötzlich das Material. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe dazwischen dann ganz hauchdünne keramische Schichten, die mir als Elektrolyt dienen sollen, dann muss das alles stabil sein und sowas. Das ist kein Kindergeburtstag. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall, hat das so was witzig Paradoxes, ne? Dass dann die Festkörperbatterie, was sehr Festes und Stabiles suggeriert, was sie eigentlich nicht ist. Ne? Ja, also mechanisch, also da gibt es auch verschiedene Konzepte, muss man sagen. Aber ich sag mal, die reine Lehre ist die, dass man die beiden Elektroden getrennt hat durch ein Festelektrolyt, der keramischer Natur ist. Mhm. Beim Lithium-Polymer-Akku ist es ja immer noch so, das Polymer ist zwar fest, aber es ist immer noch brennbar. Mhm. Ja. Also insofern hat man dieses Ziel maximale Sicherheit da noch nicht ganz erreicht. Und das hat man ja jetzt auch gesehen, diese Lithium-Polymer-Akkus, die funktionieren. Die haben die in Frankreich in den Blue Cars, das ist so eine Mietauto-Flotte, die haben 20 Millionen Flottenkilometer ohne irgendwas, irgendwie Probleme zu verursachen. Und dann ist Daimler eingestiegen, hat dieses Konzept praktisch übernommen und hat es in diese Citaro-Busse eingebaut. Und aus irgendeinem wundersamen Grund geht da immer mal wieder einer hoch. Das heißt, also die haben vom Engineering irgendwas nicht ganz im Griff. Keine Ahnung, was da passiert. Aber das sieht man auch, obwohl das in Anführungszeichen Festkörpersystem ist, aber mit Polymer, kann sowas immer noch brennen. Ja. Was ich sehr interessant an der Stelle finde, der erste Hyundai Ioniq zum Beispiel mit seiner 28 Kilowattstunden Batterie, der hat ja auch einen Lithium-Polymer-Akku drin. Ja, also unterscheidet sich ja auch zu den jetzt in den anderen Fahrzeugen eingesetzten. Mhm. Warum macht man sowas? Wieso oder wie? Wie wählt man diese Materialien aus, dass man auf die anständige Kapazität kommt, die man für ein Auto braucht? Also es gibt ja jetzt die unterschiedlichsten Materialien. Man redet ja von Schwefelakkus, man redet von Eisenphosphatakkus. Wie wählt man diese Materialien aus? Also generell guckt man sich als erstes mal die Speicherkapazität an. Sprich die gespeicherte Energiemenge pro Masse, also pro Gewicht und pro Volumen. Meistens wird in der Literatur und in der Presse immer nur die gravimetrische Speicherkapazität genannt, also Wattstunden pro Kilogramm. Das ist aber nicht ganz zielführend, weil wir haben ja im Auto eher das Problem, dass wir, ich sag mal, eine vorgegebene Baugruppe haben. Das ist unser Batteriepack, größer darf das nicht sein. Und da kommt es dann eher auf die volumetrische Energiedichte an. Das heißt, wie viel Energie ich im Volumen dieses Packs unterbringen kann. Und da ist bei vielen auch ein Denkfehler gewesen in der Vergangenheit, jetzt Stichwort Lithium-Schwefel. Da dachte man, ja, das hat ja eine riesige Speicherkapazität, hat es auch in der Theorie, gravimetrisch, das heißt pro Masse.
Volumetrisch sieht die Sache wieder ganz anders aus. Das heißt, der Lithium-Schwefel-Akku hätte ein deutlich größeres Volumen als die heutigen Akkus, wäre aber leichter. Ne? Mhm. Das ist der Grund, weshalb man jetzt mittlerweile sagt, naja, das sind Systeme, die können vielleicht für Luftfahrt und sowas interessant sein, für Drohnen, für Volocopter oder was auch immer. Die sind leicht und wenn man es da schafft, irgendwie genügend Raum dafür bereitzustellen, dann ist es eine gute Lösung. Bei der Lithium-Schwefel-Batterie selber gibt es allerdings... Dann fange ich jetzt gerade noch mal den letzten Satz an, oder? Ja, bitte. Bei der Lithium-Schwefel-Batterie selber ist es allerdings so, dass sich da leicht auch Nebenreaktionen bilden. Die Schwefelchemie, das ist eine ziemlich komplexe Sache. Und da gibt es manchmal so reaktive Spezies, die knabbern dann den Elektrolyten an, machen irgendwie einen Unsinn hier und da. Und dann entwickeln sich Gase in der Batterie, und das ist das, was der Kollege gemeint hat, dann bläht sich die Batterie auf. Ne? Also dann, das sind ja so wie Coffee Bags, so Taschen, die sich dann mit Gas füllen und die dann einfach sich aufblähen. Mhm. Und dann riecht das wahrscheinlich streng bei Schwefel. Naja, riecht nicht streng, weil die Batterie ja nach wie vor geschlossen ist. Solange es zu ist, riecht es nicht. Ja. Genau. Sobald es riecht, rennen. Ja. Ich würde gerne mal wissen, weil wir jetzt so ein bisschen über die verschiedenen Zellen und so weiter Technologien gesprochen haben, wie sieht man eigentlich als Forscher diesen, ich sag mal, Battery Breakthrough of the Week? Ja, also jede Woche hat man ja irgendwie die neue Technologie in der Presse. Und was ist denn deiner Meinung nach überhaupt die Technologie oder die zwei, drei, die wirklich promising sind sozusagen für die Zukunft? Also zum ersten Teil der Frage, es ist natürlich auffällig, dass es immer wieder so Hurra-Meldungen gibt. In der Regel sind es von Meldungen von meistens bisher unbekannten Arbeitsgruppen, die damit eine Menge Aufmerksamkeit generieren. Oder es sind irgendwelche Start-ups, die dann in der Regel in ihrer Pressemitteilung erstmal erzählen, welche großen Probleme es in der Batteriewelt gibt und dass sie jetzt dieses Problem gelöst haben. Das mag auch richtig sein, nur sie haben vielleicht gleichzeitig oder sehr wahrscheinlich andere Probleme, die es eh schon gibt, verschlimmert. Mhm. Und darüber wird in der Regel nicht gesprochen. Und jemand, der ein bisschen länger im Feld ist, der kann sich dann schon etwa zusammenreimen, wo da der Haken liegen mag. Allen anderen würde ich einfach empfehlen, warten, bis es irgendwie eine weitere Meldung gibt zu dem Thema. Von der ersten Meldung. Ich finde es immer schön, wenn es dann irgendwie eine tolle neue Nachricht gibt. Aber ich denke, dann warten wir mal ab, was sich da noch rausstellt. Ja. Also eine solche Nachricht, die mich dann doch direkt mal wieder in den geladen Podcast hat rüberspringen lassen, ist die von Cattle oder CATL. Die wollen ja 2023 eine Natrium-Ionen-Batterie rausbringen mit so diesen Vor- und Nachteilen. Sag mal, die ist schwerer, hat aber eben kein Lithium, kein Kobalt mehr, aber ist halt vom Brandschutz eben besser, also kann quasi nicht mehr brennen. Da gibt es diese Bilder von diesen Nageltests, ne, die man irgendwie, man schlägt so einen Nagel durch die Batterie, die brennt trotzdem nicht. Und die ist halt temperaturbeständiger, ne, von minus 20 bis plus 60 Batterie. Grad. Ja, dann klär mich gerne auf. Was ist mit Cattle los und was sind die tollen Batterien? Ja, vielleicht noch zweiten Teil von der vorherigen Frage. Da war die Frage, was für eine Richtung geht es denn eigentlich? Also ich würde mal sagen, es gibt zwei Dinge, die man absehen kann. Ja, das eine ist, dass sich bei der klassischen Lithium-Ionen-Batterie noch Gewaltiges tun wird. Vor allem im Bereich Minuspol. Da haben wir ja im Augenblick jetzt dieses Graphit. Und wenn wir jetzt das Graphit ersetzen könnten durch irgendein anderes Material, was das Lithium aufnimmt, aber sehr dicht packt, dann hätten wir da eine deutlich höhere Speicherkapazität. Und das ist zum Beispiel möglich mit Silizium. Silizium kennen wir alle, das ist praktisch der Grundbestandteil von Sand. Ja. Mhm.
Das kann man allerdings nicht in reiner Form verwenden, sondern in Mischungen mit Kohlenstoff, egal. Auf alle Fälle kann man allein durch die Verbesserung der Anode, können wir erwarten, dass wir da nochmal, ich sag mal, 30%, vielleicht auch 40% Erhöhung der Speicherkapazität bekommen, sprich auch der Reichweite. Dann haben wir noch ein bisschen Verbesserungen auf der Kathodenseite, vielleicht 10%, vielleicht fällt einem noch was ein, wir kriegen 20%, sagen wir 10%. Und der dicke Brocken, was derzeit absehbar ist, kommt durch neue Batteriedesigns. Das heißt, wir Chemiker tragen eigentlich nur einen Teil dazu bei, die Batterie zu verbessern. Entscheidend sind diese neuen Designs, und da kommt das CATL tatsächlich ins Spiel, die sogenannte Cell-to-Pack-Technologie, die diese ganze Kleinteiligkeit vermeidet, die wir im Augenblick haben, wenn man so eine Batterie-Pack aufmacht. Da sind ja die Zellen, die sind ja wie so Schokoladentäfelchen da drin, massenweise miteinander verschaltet und so. Da ist ein Haufen Verpackungsmaterial drin. Und durch die besseren Produktionsergebnisse und Präzision ist es jetzt möglich, auch große Zellen zu machen, die sich praktisch über die gesamte Breite oder Länge des Batteriepacks erstrecken. Und dadurch spart man eine Menge Verpackungsmaterial. Und man kriegt dadurch nochmal 20-30% mehr Speichermaterial in diesem Volumen der Batterie unter. Und das ist natürlich 1:1 praktisch übersetzbar in die Reichweite. Mhm. Und das nächste ist dann nochmal eins drauf. Da ist auch Tesla, aber auch einige andere schon dran. Das sogenannte Cell-to-Chassis-Design. Man möchte also Batteriezellen als integralen Bestandteil der tragenden Elemente in einem Fahrzeug sehen und integrieren. Und dadurch erwartet man auch nochmal so 30-40%. Das heißt, wenn Sie heute eine Batterie haben von mit 400 Kilometer Reichweite oder 500 Kilometer, ja, dann kannst du allein durch die Verbesserungen, die bereits jetzt in Arbeit sind, die sind ja schon in der Vorserie oder zumindest fast in der fertigen Entwicklung, kommst du alleine auf 1000 Kilometer oder sowas. Und da ist wirklich die Frage, brauchen wir das noch? Ja. Mhm. Und der Vorteil ist jetzt eigentlich dann, dass man diese neuen technischen Entwicklungen auch dazu verwenden kann, Materialien einzusetzen, die nicht mehr diese riesige Performance bieten, und wie jetzt im Augenblick die kobalthaltigen oder hochnickelhaltigen Materialien, sondern wir können dann auch Materialien verwenden, die ein bisschen schwächer auf der Brust sind, die aber nachhaltig sind, häufig verfügbar, umweltfreundlich, wie jetzt die Natrium-Ionen-Batterie. Ja. Das sieht man ja teilweise auch in der Entwicklung bei den Tesla-Batterien, wenn man jetzt mal vom Model S hergeht zum Model 3, ne, wo ja aus den, 12 bis 16 Packs, die sie da zusammengespackst haben, zu den 4 Packs wurden beim Model 3, genau. Später dann nachher zu dieser Chassis-Batterie, wie du die benannt hast, wo die Zellen letztendlich als ein großer Block in der 4680er-Variante herkommen soll. Und ganz neu ja die Blade-Batterie, ne, wo ja quasi ganz lange Zellen über die komplette Breite des Batteriekörpers sozusagen eingebaut werden. Man spart sich an der Stelle natürlich einerseits Kabel, die ganzen Verbindungen zwischen den Packs. Man spart sich, weil die Zelle vielleicht nicht mehr gekühlt werden muss oder nicht so stark gekühlt oder geheizt werden muss, dann auch Heiz- und Kühlelemente, die Zwischenräume dazwischen, wo man ja auch bei den Model 3 mit dem LFP-Akku ja sehen kann, man benutzt quasi den kompletten gleichen Akku vom Bauraum her, macht dann aber eine LFP-Chemie rein und nutzt aber letztendlich den gleichen Bauraum für, was sind das jetzt, 62 Kilowattstunden? Ja, und letzten Endes. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Und da war jetzt dieses leichte Missverständnis vorhin bei CATL, weil die machen nämlich sowohl die Natrium-Ionen-Batterie als auch diese Blade-Battery. Und diese Blade-Battery, die basiert nach wie vor auf Lithium und hat im Pluspol, in der Kathode, hat die eben dieses Eisenphosphat. Ja. Mhm. Und das ist genauso, wie du sagst. Dadurch, dass man
diese hohe Packung aufgegeben hat, wo man dann vielleicht mehrere Schichten hat, die sich dann bei einem Kurzschluss oder sowas auch stark erhitzen würden oder sowas, bringt man jetzt die Aktivschichten näher an die Aluminiumoberfläche ran oder sowas oder die Stahloberfläche und kann dann die Wärme, die dann eventuell generiert wird, auch leichter abgeben. Und man braucht möglicherweise gar keine aktive Kühlung mehr. Das ist eine andere Sache. Aber es ist tatsächlich so, man kann da einen Nagel reinhauen in die Batterie, da brennt nichts mehr. Ja, und bei einer NMC-Batterie, die erhitzt sich halt dann und der Elektrolyt kocht raus und es gibt eben eine Feuererscheinung. Ja. Also ist die Natrium-Ionen-Batterie der nächste große Step, der zu erwarten ist? Aus meiner Sicht schon. Einfach, also die Natrium-Ionen-Batterie hat ein paar gravierende Nachteile, fangen wir mal so an. Sie hat, also Natrium ist schwerer als Lithium, hat die Masse 23, Lithium ist etwa bei 7. Und insgesamt macht es in der Struktur natürlich weniger aus, weil die Materialien ja auch selber noch Gewicht mitbringen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die gravimetrische Speicherkapazität, also die gespeicherte Energie pro Masse, deutlich geringer ist. Ja, sagen wir mal die Hälfte bis zwei Drittel. Ein bisschen besser sieht es aus bei der volumetrischen Energiespeicherkapazität. Da ist man immer noch schlechter, aber näher dran, zum Beispiel beim Lithium-Eisenphosphat, was seinerseits schon deutlich schlechter ist als das sogenannte NMC, was so das Hochperformance-Material ist im Augenblick. Da muss man aber auch den ganzen Kuchen betrachten, weil die Speicherung von Natrium in einem Material ist mit einem geringeren Wärmeaufwand oder Transfer verbunden. Das heißt, die Wärmeentwicklung von so einer Batterie ist, so wie es aussieht, geringer als bei einer Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, in der großen Aufschau auf das System könnte man sich vorstellen, dass man die Zellen näher zusammenrückt und dass man dadurch den volumetrischen Nachteil durch eine höhere Packungsdichte oder dünnere Kühlkanäle wieder kompensieren kann. Das könnte möglich sein. Ob so ist, weiß ich nicht, weil so eine Batterie gibt es noch nicht. Ja, so, das nächste ist, es gibt auch Vorteile. Ein Vorteil ist, dass bei tiefen Temperaturen hat die aktuelle NMC-Batterie noch eine Restkapazität von 70% bei minus 20 Grad. Das erklärt so ein bisschen, weshalb die Reichweite kürzer wird bei Minusgraden. Die Natrium-Ionen-Batterie hätte 90% Restkapazität. Mhm. Ja, und würde sich auch schneller beladen lassen, auch bei tiefen Temperaturen. Das ist ein Vorteil. Und der dickste Hund ist möglicherweise aber auch im Preis zu sehen, weil die Materialien für eine Natrium-Ionen-Batterie sind laut CATL, das kann man jetzt glauben oder nicht, die sagen, wir haben dann nur noch irgendwie 50% oder 60% vom Preis von der Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und wenn das tatsächlich so käme, wie die das behaupten, ich meine, die legen ja auch mal gerne vor, CATL, und gucken, wie die Reaktion ist in der Gemeinde und dann versuchen sie es auch zu erreichen. Aber wenn das einigermaßen stimmen würde, dann würde es bedeuten, dass wir in ein paar Jahren Batteriezellen zu $50 die Kilowattstunde haben. Und wenn das der Fall ist, dann brechen ein paar Dämme, glaube ich, weil dann kann man eben nicht nur günstig rumfahren mit Autos, die 10.000 oder 15.000 Euro kosten, sondern man kann auch Stationärspeicher projektieren, die im Augenblick halt noch nicht in Frage kommen wegen des Preises. Ja. Also dann wäre einiges möglich
Und außerdem würde das natürlich auch eine Menge Last von den Schultern der Rohstoffe nehmen, die für eine Lithium-Ionen-Batterie im Augenblick verwendet werden. Das Lithium selber, aber auch Nickel zum Beispiel, Kobalt ist eher am Verschwinden, aber vor allem dem Nickel dann und auch Kupfer, weil man braucht für die Natrium-Ionen-Batterie brauche ich auch kein Kupfer mehr in der Minuspol als Folie. Kann ich Aluminium nehmen. Was mich an der Stelle jetzt nochmal interessieren würde, gerade weil du eben ein Batteriezellforscher bist, wir haben jetzt die großen Themen ja eigentlich abgehakt, sag ich mal. Also der Preis wird besser, also wird günstiger. Die Reichweiten werden besser und die kritischen Materialien können raus. Aber was dann ja immer noch im Raum schwebt, ist das Thema Longevity, also Lebensdauer zu Deutsch, und Schnellladefähigkeit. Gibt es da was? Mhm. Und könntest du als Batteriezellforscher vielleicht offiziell verkünden, dass das kein Problem ist? Die Frage ist, wo zieht man die Linie, ab der das Problem anfängt? Wenn du heute ein Batteriefahrzeug kaufst, dann kann die Batterie nach einer internationalen Konvention etwa 2000 Vollzyklen machen, bevor sie auf 80% der Kapazität runter ist. Die ist dann noch nicht kaputt, sondern die ist dann auf 80%. Das ist das sogenannte End-of-Life-Criterion, also das Ende des Lebenskriterium. Mhm. Und 2000 Vollzyklen bei einer Batterie, die 500 Kilometer Reichweite bringt, sind nach meiner Rechnung 1 Million Kilometer. Mhm. Kann man sagen, das ist mir zu wenig, ich brauche dringend mehr. Also die Tesla redet ja von einer 1-Million-Mile-Battery. Mhm. Hier auf der Schwäbischen Alb fährt einer rum, der hat schon 1,4 Millionen Kilometer drauf. Allerdings nach 200.000 Kilometern hat er einen Batteriewechsel gehabt. Mhm. Ja, aber das sind dann immer noch 1,2 Millionen Kilometer. Das ist mittlerweile möglich. Das heißt nicht, dass es bei jedem Fahrzeug so ist, weil die Fahrzeuge, die unterscheiden sich auch gerade in ihren Batterien. Und das Batteriemanagementsystem hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, wie lange so eine Batterie lebt. Ja. Also aus meiner Sicht ist die Frage der Lebensdauer von einer Batterie ist Schnee von gestern. Also ich kenne diese Argumente, ja, das stößt man auch immer wieder drauf in sozialen Netzwerken und sowas. Aber das sind ja oft Argumente, die waren mal richtig, vielleicht vor 10 Jahren oder 8 Jahren meinetwegen. Aber heutzutage eben nicht mehr. Ja. Da hat sich eben so viel getan. Ja. Schnellladefähigkeit hängt aus meiner Sicht auch ein bisschen zusammen mit der Frage, was wird denn da überhaupt an Ladesäulen angeboten? Machen wir mal eine kleine Rechnung. Oder Marcel, du hattest eine Frage. Oder? Ja, die Frage ist ja, wie definiert man erstmal Schnellladefähigkeit? Ne? Weil, oder was ist Schnellladen für dich? Ne? Weil, für mich? Also man spricht ja einerseits von der Leistung, die in den Akku gepresst wird. Ne? Und wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal den Ioniq wieder her, weil wir den gerade bei uns so privat im Fokus haben. Ich habe einen 28 Kilowattstunden Akku und presse dort 66 Kilowatt rein. Das ist für mich eine Ultraschnellladung. Wenn ich jetzt aber sehe, ich habe einen 75 Kilowattstunden Akku bei einem Model 3, dann sind 66 Kilowatt oder 70 Kilowatt ja keine Schnellladung. Ne? Wo definiert man Schnellladung? Also ich weiß nicht, ob es da eine einheitliche Definition gibt, aber ich würde das als C-Rate definieren. Ein C ist, ich sag mal, eine Komplettladung in einer Stunde. Ja. Und 5C wäre dann halt in einer Viertelstunde oder sagen wir 6C wären 10 Minuten. Ja. Mhm. Und das ist jetzt was, nach meinem Verständnis fängt man so bei 5C an, oder 3 bis 5C redet man von Schnellladefähigkeit. Sagen wir 20 Minuten, 10 Minuten oder noch kürzer. Mhm. Die Batteriematerialien selber können das oft schon. Allerdings ist die Frage,
wie sieht das Wärmemanagement aus von der Batterie? Weil wenn man so einen riesigen Strom da reinführt, man hat ja immer einen gewissen Innenwiderstand. Und der geneigte Elektrobastler weiß, dass ein Widerstand, durch den man Wärme schickt, zur Wärmeerzeugung führt. Und das ist bei der Batterie nicht anders. Das heißt, die heizt sich auf. Und früher war das ganz schlimm, wenn man da zu schnell geladen hat. Da haben sich dann zum Teil so diese Materialschichten abgelöst in der Batterie und die hat dann gelitten und sowas. Heutzutage ist es durch das Batteriemanagement-System praktisch ausgeschlossen und die allermeisten Systeme können das sehr gut handeln. Die Frage ist natürlich ein bisschen auch, wie wird die Energie bereitgestellt? Ja, wenn man jetzt also sagt, ja, ich will unbedingt in 6 Minuten laden. Ja. Mhm. 6 Minuten ist eine Zehntelstunde. Das heißt, wenn ich eine 70 Kilowattstunden Batterie drin habe, dann brauche ich jetzt mal ohne Verluste gerechnet 700 Kilowatt Anschlussleistung. Also 70 durch ein Zehntel. Ja. Mhm. Brauche ich 700 Kilowatt Anschluss, ist nach Adam Riese ganz einfach. Da muss ich noch ein bisschen Kühlleistung dazu rechnen und so weiter. Bin ich vielleicht bei 750 oder was auch immer. Das ist kein Zuckerschlecken. Und da muss man auch gucken, ob das Kabel dick genug sein kann, um das da reinzukriegen. Ich sag mal so, wenn ich einen Tankrüssel in meinen Verbrenner halte, in den Tank und lass da eine organische Flüssigkeit namens Benzin da reinfließen, dann habe ich einen Energiestrom von 8 Kilowatt. Ja. Nee, 8 Megawatt, was rede ich denn? 8 Megawatt. Das ist also mindestens ein Faktor 10 mehr. Das ist einfach, weil die Energie ist da in den chemischen Bindungen gespeichert und ich bringe das einfach von A nach B. Beim elektrischen Strom, da muss ich Elektronen durch ein Metall pressen. Das ist schwieriger. Ja. Und deshalb ist das langsamer. Wobei, wenn man dann so mit Starkstromelektrikern redet, die zucken da die Schulter, sagen, das geht. Ja. Also ich als Chemiker sowieso, aber die meisten Leute haben dann riesen Respekt davor, wenn die hören 500 Kilowatt oder sowas. Gibt es aber Leute, die sagen, machen wir jeden Tag oder so. Immer darauf haben also, gefragt, ja. Ich sage das jetzt vor allem auch vor dem Hintergrund, weil bei LKWs wird ja jetzt im Augenblick stark diskutiert, wie man da Elektro-LKWs in Zukunft aufladen kann und so weiter. Und da scheint es einfach auch Möglichkeiten zu geben. Ja. Und bei der Eisenbahn ist es ja auch so. Ich meine, die fahren da oben ihr Gestell aus an die Oberleitung. Die haben da irrsinnige Ströme, die da durchlaufen. Und das interessiert kein Mensch. Ja, der Pantograph wird unterschätzt als Superheld unserer Zeit. Ne? genau, wenn ich jetzt, wo du gerade sagtest, da liegt ja als in Form von Benzin die Energie quasi komprimiert irgendwie so zum Einfüllen bereit vor. Das hat was getriggert in mir und zwar ein Punkt, den Malik aufgeschrieben hat. Wenn ich Energie rumliegen hätte, könnte ich ja auch Autos ganz schnell beladen, zum Beispiel indem ich Akkus tausche. Was hältst du von Batteriewechselstationen, wie sie zum Beispiel NIO macht? Sorry Malik, war deine Frage, aber das hat mich gerade getriggert, das Thema. Na, NIO scheint ja in China ganz gut an Boden zu gewinnen. Es gab in der Vergangenheit verschiedene Ansätze, sowas auch zu machen. Gab es in Israel eine Better Firma. Place. Hier, genau, und hier hat man drüber nachgedacht. Die sind alle wieder pleite gegangen. Es ist natürlich auch wieder hier so, dass man von vornherein praktisch vom Punkt Null gleichzeitig noch eine Infrastruktur aufbauen muss. Mhm. Und die ist nicht ohne. Ja, weil man braucht diese Batteriewechselstation, da muss also ein Roboter, muss dann die Batterien angeblich 3 Minuten oder 5 Minuten wechseln können. Und dann muss ich die Dinger ja auch also lagern und auch wieder aufladen. Ja, das heißt, die Tanke, die braucht auch ein dickes Anschlusskabel und Platz. Das ist eine Sache,
da muss ich es einfach sagen, ich hoffe, dass die das durchgerechnet haben und dass sie wissen, wie weit sie kommen mit ihrem Businessmodell. Aber sie hat natürlich einen unglaublichen Charme darin, dass man praktisch mit dem gleichen Fahrzeug immer den neuesten Batterietyp haben kann. Mhm. Ja. Das heißt, wenn die jetzt heute Batterie vom Typ AB irgendwie drin haben, mit einer Reichweite von 400 oder 500 Kilometern, dann können die vielleicht in ein, zwei Jahren 1000 Kilometer machen, haben sie ja also angekündigt. Ja, ohne dass ich gleich das ganze Auto praktisch verscherbeln muss, dann tausche ich nur in Anführungszeichen die Batterie aus. Mhm. Das hat natürlich einen gewissen Charme. Ja. Ob sich das dann durchsetzen wird, ist die Frage, weil die anderen Autotypen, die laden ja auch immer schneller. Ne? Also das ist ja mittlerweile, wenn ich es angucke, ein Kollege hat mir erzählt, der ist mit seinem Tesla nach Kopenhagen gefahren. Ja, und da habe ich ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Ja, also im Rheinland ist er irgendwo rausgefahren und hat dann halt so einen Kaffeestopp gemacht. Und dann sagt er, da fährst du da rückwärts an deinen Schnelllader hin und der kennt das Auto dann schon, das Auto macht dann schon mal bereitwillig die Klappe auf, er steckt den Stecker rein, geht einen Kaffee trinken, er sagt, kaum hatte ich meinen Croissant fertig, hat sich schon wieder die App gemeldet, weil er Overtime hatte. Das heißt, die Karre war voll und er ist dann praktisch zur Kasse gebeten worden, weil er die Ladesäule blockiert hat. Das war dann 20, 25 Minuten oder irgend sowas, ne? Also das ist, also ich würde mal sagen, das gleicht sich möglicherweise noch an. Wir müssen mal gucken, was sich da noch tut in der Infrastruktur. Mhm. Naja, ich sehe das ein bisschen platter, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist Quatsch, weil es einfach vollkommen unnötig ist und weil es einfach viel zu viel Notwendigkeit mit sich bringt. Und ich kann halt da meine NIO-Akkus tauschen. Was ist mit den 628 anderen Autoanbietern, Herstellern, Modellen, die ich gerne auch vielleicht fahren möchte. Ne? Also das Gegenargument derjenigen, mit denen ich über sowas spreche, ist halt immer, ja, aber Tesla hat ja auch sein eigenes Ladenetzwerk. Dabei vergisst man natürlich, dass Tesla so früh dran war, dass kein Ladenetzwerk da war. Also haben sie es mitgebracht. Ne? Und jetzt ist es halt da. Das hat schon immer Sinn ergeben, so, wenn man das so betrachtet. Ne? Aber das mit den Batteriewechselstationen, also ich bin kein Fan. Ich fand nur die Frage interessant. Mhm. Ja, ich bin deswegen auch so skeptisch. Sie haben, glaube ich, jetzt im Schnitt 13 Akkus in so einer Station drin liegen, sage ich mal 400 Kilowattstunden und den Rest irgendwie weniger. Das muss ja auch erstmal jemand bauen. Wenn jetzt gerade das Nadelöhr ja eher die Akkus sind, die muss man ja bezahlen, bauen, vorhalten, recyceln, da nehmen sie sich was vor. Oder sie denken, wir sind hier in China und wir kennen andere chinesische Firmen und die werden uns in 2 Jahren so viele Akkus aus Silizium oder Meersalz bauen, sag ich mal, ne, aus Natrium, sag ich mal, das wird kein Problem mehr sein. Ich weiß nicht, auf was die da abzielen, aber ich bin hochskeptisch. Das ist natürlich ein Argument, ne, dass man da immer so eine Überkapazität vorhalten muss. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das Businessmodell bei NIO aussieht. Die waren ja schon mal kurz vor dem Ausgestanden und haben dann nochmal großzügige Finanzspritzen gekriegt. Offenbar haben sie mit ihrem Konzept schon nochmal Leute überzeugen können. Aber also es ist halt immer, also in der Vergangenheit war es halt immer so, dass ich eigentlich nie mehrere Infrastrukturen für mehr oder weniger die gleiche Sache parallel gehalten haben. Das hat sich immer irgendwo bereinigt nach einiger Zeit und hat sich, also wenn, dann halt nur im Nischenbereich abgespielt. Für die Älteren unter uns, kaufen Sie Betamax. Nein, VHS, kaufen Sie Betamax. Video 2000. Ja, genau. Sie wissen, was ich meine. HD, DVD. Julien so, hä? Hallo, ich kenne HD, DVD noch. Hallo? Wovon redet der? Da kann man jetzt eigentlich gut übergehen zum Thema Kostenentwicklung beziehungsweise Hochlauf in der Industrie. Ne? Also wir hatten es, wie viele Batteriepacks kann man beiseite halten? Steckt ja auch drin, wie viele kann man produzieren und herstellen. Und ich habe da mal 2, 3 Zahlen, Marcel wird es freuen, rausgesucht. Wir haben im Jahr weltweit 80 Millionen
Autos, die verkauft und produziert werden, neu gekauft. Das ist einmal jedes Jahr auf der Welt, ganz Deutschland kauft ein Auto. Und in der Welt haben wir insgesamt ungefähr 1,3 Milliarden Pkw, Milliarden. Und da sind keine Lkw dabei und so weiter. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie schnell gerade diese Transformation ja disruptiv vonstatten geht, muss man sich ja eigentlich die Frage stellen, kann überhaupt die Rohstoffgewinnung, kann die Produktion von Batteriezellen etc. schnell genug hochfahren? Und ist das überhaupt möglich, das gleichzeitig alles zu machen? Also ich würde mal sagen, mit der gegenwärtigen Konfiguration nein. Ja, das wird schwierig werden. Also die Produktionskapazitäten sind bei weitem noch nicht so, dass man da hinkäme. Aber ich habe jetzt heute gerade gelesen, dass in den USA jetzt 13 Gigafactories geplant sind. Ja, das geht nochmal deutlich über das raus, was wir bisher auf dem Radar hatten. Und es tut sich ja auch in der Produktionstechnik einiges. Mhm. Ich muss dann nochmal zurückkommen auf den vielgescholtenen Tesla Battery Day, den ja viele so enttäuschend fanden. Aber also mir hat es teilweise die Socken weggehauen, weil was die dann erzählt haben, zum Beispiel über die Produktion, die sie avisieren, das war schon auch bemerkenswert. Ja. Mhm. Nur mal dazu. Im Augenblick ist es so, dass wenn ich eine Batteriezelle herstelle, dann habe ich so eine Metallfolie, sagen wir mal so eine Haushaltsalufolie zum Beispiel, und da streiche ich so eine dünne Paste drauf, sogenannten Slurry. Da sind verschiedene Materialien gemischt, da ist mein Speichermaterial drin, da ist ein bisschen Klebstoff drin, also ein Kunststoff, Kohlenstoff und Lösungsmittel, und das streiche ich dann ganz gleichmäßig auf diese Metallfolie drauf und lasse es trocknen. Und dieser Trocknungsprozess dauert ewig. Ja, das heißt, man muss diese Folie ganz langsam über eine ewig lange Strecke in so einen Trockenofen durchlaufen lassen, bis es vorsichtig alles verdampft ist und man dann die Schicht nochmal irgendwie zusammen kompaktieren kann. Das braucht eine riesige Menge an Zeit, das braucht eine riesige Menge an Energie, ja, und das Lösungsmittel, das muss dann wieder regeneriert werden und so weiter. Wenn wir es schaffen würden, und da arbeiten auch viele dran, auch in Deutschland, diese Materialien praktisch trocken aufzubringen, indem man sie irgendwie draufpresst, sogenannte Extrusion, sodass es hält, dann sparen wir uns dieses ganze Ding. Und der Musk hat ja auch orakelt, dass man praktisch mit dem Footprint von einer Gigafactory eine Terrafactory errichten könnte. Also, dass man praktisch mit dem gleichen Footprint von einer 1 Gigawattstundenanlage eine 150 Gigawattstundenanlage herstellen könnte, mit einigen Veränderungen in der Technik und nochmal bei einer 30-40%igen Reduktion der Fertigungskosten. Da im Augenblick so viele Leute daran arbeiten, vermute ich mal, dass das eine ziemlich heiße Kiste ist, die auch kommen wird. Und wenn es also tatsächlich technisch gelingt, das umzusetzen, dann brechen nochmal weitere Dämme. Und dann hat man von der Produktionsseite her, glaube ich, erstmal die Möglichkeit geschaffen, dass das alles geht. Bei den Rohstoffen, da ist es jetzt wieder die Frage, kommt da schnell genug Lithium irgendwie auf den Markt? Wie sieht es bei den anderen Materialien aus? Wie hoch wird der Anteil von Eisenphosphat in Zukunft sein? Brauchen wir wirklich noch Kobalt? Wenn ja, wie viel? Und diese Sachen. Und auch da tut sich ja einiges. Also die BASF in Schwarzheide zum Beispiel, die bauen jetzt ein neues Werk für Kathodenmaterialien. Und da haben sie auch noch kleine Anteile an Kobalt drin, aber das Kobalt, das kommt dann nicht mehr aus dem Kongo, sondern es kommt bereits aus dem Recycling und der Rest aus Finnland.
Ja. Das heißt, da sind diese ganzen Diskussionen, die sind da schon längst abgefrühstückt und in die neuen Entwicklungen implementiert. Und die sagen, sie brauchen 40% weniger Energie, allein für die Materialherstellung. Das heißt, das sind also Meilenstein oder die, ich muss sagen, die haben 7 Meilenstiefel im Augenblick an bei diesen ganzen Entwicklungslinien, wenn man sich mal anschaut, was da läuft. Die Frage ist immer noch, kriegen wir genügend Lithium zustande? Und da kann man ein bisschen drauf hoffen, dass halt jetzt nicht mehr alles nur vom Atacama-See oder aus Australien kommt. Im Augenblick kommt das meiste aus Australien, sondern dass da eben auch noch andere Quellen entdeckt werden. Es ist ja immer wieder im Gespräch, im Rheingraben soll es angeblich viel Lithium geben, in diesen Thermalwässern, in Sachsen, keine Ahnung, wo noch überall. Die Frage ist natürlich, was würde das dann kosten im Vergleich zu den anderen, also zum Lithium aus den anderen Quellen. Einerseits das und andererseits ganz wichtiges Thema natürlich auch, wie viel können wir wieder gewinnen? Ne? Letzten Endes ist ja das, worauf man immer abzielt, diese magische Kreislaufwirtschaft. Ne? Ich benutze etwas und dann danach nehme ich es auseinander und mache dann aus dem Material, das ich schon mal benutzt habe, dieses Material wieder benutzbar, zumindest zu einem gewissen Grad. Da ist natürlich immer die Frage, wie viel, wie effizient kann ich da eigentlich sein? Ne? Wie sauber kann ich diese Dinge überhaupt recyceln? Im Augenblick ist das nur begrenzt möglich. Also im Augenblick läuft das klassische Recycling ja so, dass die Batterie geschreddert wird und dann kommt die in den Ofen rein und wird aufgeschmolzen. Und dann kommt das Schmelzgut irgendwo raus, da gibt es einen dicken Brocken, da sind die ganzen schweren Metalle drin, Kupfer, Eisen, Nickel, Kobalt und so weiter. Und dann gibt es die Schlacke und in der Schlacke ist Aluminium und Lithium drin. Ja. Und das da chemisch zu separieren und aufzuarbeiten, ist aufwendig. Im Augenblick ist es noch kein Business Case. Deshalb wird die Schlacke im Augenblick verwendet als Zuschlag für den Straßenbau oder für den Beton. Was aber sich nicht allzu lange halten wird, weil die EU in Vorbereitung Regularien hat, die so ein Recycling einfach zwingend erforderlich machen. Und jetzt ist es natürlich auch so ein Recyclingprozess, wie ich jetzt gerade genannt habe, der ist natürlich auch energieaufwendig. Was man jetzt viel eher versucht, und das gehen auch die Autohersteller selber an, ist, dass man so eine Batterie hernimmt, die öffnet, meinetwegen von einem Roboter, und diese ganzen beschichteten Folien rausholt und die dann so abstreift. Und dann kratzt man praktisch das Speichermaterial von der Metallfolie wieder runter, wäscht das Ganze, arbeitet es auf. Und nach den Daten, die ich bisher gesehen habe, kann man das sehr gut dann einfach wiederverwenden. Mhm. Ja. Also das kann man dann einfach nochmal, ohne jetzt riesige chemische Prozessanlagen zu benötigen, kann man das dann in einer gewissen Aufarbeitungsform wiederverwenden. Ganz kurz off-topic, bevor Malik seine Frage stellt. Julien muss sich verabschieden. Ich sage offiziell au revoir, Julien. Schön, dass du da warst. Schade, dass du schon los musst. Ja, es tut mir leid, mir geht leider die Zeit aus. Ich sage merci beaucoup, Max, und danke euch auch, Jungs, und bis bald wieder. Ciao. Wir hören uns. Vielen Dank dir. Viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. Sorry, Malik. Move on. Ja, meine Frage betrifft bei dieser Recycling-Betrachtung den Umstand, dass der Hochlauf der Elektromobilität ja jetzt sehr, sehr, sehr viel schneller kommen wird und muss, als man Fahrzeuge, die 1 Million Kilometer mit so einer Batterie vielleicht fahren können, wieder in einen Recyclingprozess auch einbringen kann. Also das ist ja eher was dann wahrscheinlich in 10, 15 Jahren wirklich relevant wird für die Hersteller, oder? So ist es. Tatsächlich ist es so, dass wir große Recyclingkapazitäten aufbauen müssen, aber dafür haben wir auch noch Zeit. Also der große Rücklauf, der wird dann kommen ab Mitte der 30er Jahre.
Es wird ja im Augenblick viel gescholten, man könne das Zeug nicht recyceln. Das stimmt ja nicht. Ich meine, die Firma Umicore macht das schon seit x Jahren, dass sie Batterien annimmt, die können 50.000 Tonnen pro Jahr können die recyceln, in Hoboken alleine in Belgien. Also das geht bereits jetzt schon. Nur für diese riesigen Kapazitäten in dem Hochlauf, so wie du es gerade gesagt hast, da brauchen wir natürlich noch zusätzliche Kapazitäten. Aber da ist auch noch Zeit, ja. Ja, aber das heißt eigentlich, kann man sich schon aus so einem kommerziellen Blickwinkel drauf verlassen, dass die Batterie als Bauteil so teuer ist oder die Materialien so wertvoll sind, dass niemand die nachher einfach irgendwie auf den Müll werfen wird? Naja, ob die auf den Müll geworfen werden oder nicht, das wird wahrscheinlich geregelt werden. Es ist ein gewisser Zielkonflikt da, den habe ich jetzt deiner Frage entnommen, weil wenn wir jetzt hergehen, machen die Batterie immer billiger und tun da irgendwelche Allerweltselemente rein und da ist kein teures Kobalt drin, kein teures Nickel oder was auch immer, dann gibt es per se keinen Business Case mehr beim Recycler. Mhm. Aber dann muss es eben anders gemacht werden. Ich meine, es gibt auch für die Leute, die jetzt die Bleibatterien entgegennehmen, ist es kein richtiger Business Case, glaube ich. Das machen dann wieder andere. Das wird in erster Regel, erster Näherung durch Regularien erfüllt, diese Rücknahmeverpflichtung. Und das wird es bei der Lithium-Ionen-Batterie auch geben. Europäisch mache ich mir da wenig Sorgen, aber weltweit gesehen, jetzt ist Julien leider gerade raus, aber der war in Ghana häufiger und hat da schon berichtet, wie teilweise mit Elektronikschrott umgegangen wird. Also. Ja, klar. Also das ist halt die Schattenseite dieser ganzen Elektronikindustrie. Ne? Da sitzen kleine Kinder an irgendwelchen Kochern und schmelzen Handys auf und was weiß ich was und machen Fernseher auseinander. Das ist ein Problem. Ja? Und ob aber jetzt Autos da oder Autobatterien extra da hingekarrt werden, weiß ich jetzt nicht. Also wenn's hier eine Abnahmeverpflichtung gibt, Rücknahmeverpflichtung der Hersteller, dann ist es ja ähnlich wie ein Lieferkettengesetz, sage ich mal, und wird dann auch entsprechend restriktiv gehandhabt werden. Also das glaube ich jetzt nicht, dass die dann alle automatisch irgendwo auf dem Schrott landen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich dachte mehr so im Autolebenszyklus ist es ja auch heute so, dass die fünftürigen Golf 2 dann irgendwo im Süden wieder auftauchen und noch benutzt werden. Und wenn die dann kaputt gehen, ne, dass sich das so ein bisschen nach unten hin, sag ich mal, immer undurchsichtiger wird, wo das Zeug dann am Ende landet, auch millionenweise. Also ja, okay, aber das heißt, man muss es regulatorisch machen, weil absehbar ist, dass die Batterien eben so viel günstiger werden. Hast ja eben ein paar Wege dahin erzählt. Ja. Interessant, ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir können langsam dem Batteriethema so ein bisschen den Rücken kehren, um noch die zwei Punkte abzugrasen, die wir auch noch auf der Agenda haben für heute. Wir sind ja schon relativ lange zugange, aber ihr wisst ja, wie das ist. Der Podcast ist zu Ende, wenn wir alles erzählt haben. Und bin an der Stelle nochmal ausdrücklich dankbar, Max, dass du dir so viel Zeit nimmst für diese Sendung. Das hast du wahrscheinlich auch nicht kommen sehen. Aber gut, jetzt mitgehangen, mitgefangen. Ne? Der Champagner der Energiewende heißt es ja immer so schön, wenn jemand von Wasserstoff spricht, was etwas ist, worauf angeblich viele Menschen warten. Man hört das immer. Gerade wir Batterie-Elektromobilisten hören das Thema immer wieder. Ich warte lieber auf Wasserstoff, da kann ich schneller tanken, da kann ich weiter fahren und. Und ich weiß, dass du früher im Thema Wasserstoff auch relativ tief drin gesteckt hast, richtig? Das ist korrekt. Ich habe 12 Jahre an der Entwicklung von Wasserstoffantrieben gearbeitet. Wie war das so? Und wie ist es im Vergleich zu heute? Hat sich da viel getan so in den letzten 10, 12 Jahren? Also es haben sich ein paar Dinge geändert bei der Brennstoffzelle. Ich war mehr bei der Speicherung aktiv. Und wir hatten damals nach Materialien gesucht, die halt Wasserstoff aufsaugen wie ein Schwamm und dann wieder abgeben. Es gibt auch welche, allerdings sind die halt relativ teuer und verkomplizieren die ganze Steuerung von dem Fahrzeug enorm und sind vor allem saumäßig schwer.
Ja, das ist ein anderer Punkt. Und bei der Brennstoffzelle sehe ich gewisse Fortschritte dahingehend, dass man nicht mehr so viel Platin braucht wie früher, ja, dass auch die Brennstoffzelle länger hält. Aber die Frage ist, was macht es insgesamt aus? Ich meine, wir haben ja jetzt so eine eigenartige Situation, dass es seit fast 60 Jahren Brennstoffzellenfahrzeuge gibt. Das erste war General Motors, so ein Bus, ja, der mit einer Brennstoffzelle lief in den 60er Jahren. Und dass da jetzt plötzlich irgendwann mal so eine Batterie aufgetaucht ist, die sich gegenüber der Brennstoffzellenentwicklung verhält wie die Omikron-Variante zur Delta-Variante. Ja. Und das heißt, wir haben da eine unglaubliche Wachstumsrate drin. Und wir haben auch im Wasserstoffbereich Fortschritte. Aber ich glaube nicht in dem Maße, wie es halt in der Batterieentwicklung der Fall gewesen ist bisher. Und vieles, was ich sehe, muss ich sagen, das ist auch alter Wein in neuen Schläuchen. Also ich rate dringend, bei der Bewertung dieser ganzen Vorhaben sich mal zu überlegen, ob die auch ohne die staatliche Förderung überlebensfähig wären. Und das sehe ich nicht viel. Also im Augenblick, wenn man mal die Pkw anspricht, kennt man ja hauptsächlich den Toyota Mirai und den Hyundai Nexo, den man auf der Straße ab und zu mal ganz selten vielleicht mal sieht. Also ich habe den hauptsächlich bei Händlern gesehen als Vorführfahrzeug, aber real draußen eher selten. Die Fahrzeuge sind doch eigentlich da. Warum kann man die dann nicht an den Mann bringen? Also klar, wir wissen bei Mirai, so ein Fahrzeug kostet halt 60.000, 70.000 Euro. Viersitzer, kleiner Kofferraum. Der Nexo sieht ja da schon ein bisschen besser aus, oder irre ich mich da? Ich möchte kurz einen Schwank noch reingrätschen. Meine erste Berührung mit einem echten Wasserstoffauto war im Jahre 2000. Auf der Expo 2000, da habe ich den BMW 750 HL gesehen. Oje. Also das Oje. Heißt, eigentlich ist die Technik doch schon ganz lange da. Das war ein Verbrenner, oder? Ja, 12-Zylinder. Ja, Brennstoffzelle. Genau. Ja, aber sorry, wenn ich da einhake, aber das ist ja das, was die Leute sich jetzt noch viel mehr versprechen, nachdem sie gelernt haben, dass man ja aus dem Wasserstoff erst durch die Brennstoffzelle Strom macht, den in den Akku speist und den zum Antrieb nutzt. Das, was die Leute ja jetzt sich total toll vorstellen, ist ja, den Wasserstoff einfach in ihren Verbrenner zu verbrennen. Ne? Ja, genau. Das kann man auch machen. BMW hat es ja in den 90er Jahren schon gezeigt. Wir hatten in Karlsruhe, hatten wir tatsächlich so ein Fahrzeug dastehen und haben Tests damit gemacht. Das Problem ist natürlich, so ein Verbrenner hat halt einen lausigen Wirkungsgrad. Ja. Also wenn ich jetzt, sag mal, wenn ich jetzt 5 Kilogramm Wasserstoff tanke und bin zufrieden, dass ich damit 130 Kilometer weit komme, dann kann man das machen. Ja. Aber das gibt eine teure Fahrt, das kann ich euch versprechen. Ja. Weil für diese 130 Kilometer zahle ich dann einen Fuffi. Ja. Ja. Nein. Und damit ist die Frage vom Nexo, die Marcel gerade gestellt hat, auch ja eigentlich dann beantwortet. Es ist teuer. Naja, Nexo ist schon besser. Mal dazu Folgendes. Es wird ja in der Presse immer so ein bisschen diskutiert, als seien die Automobilhersteller alle blöd. Ja, die hätten überhaupt keine Ahnung, die sind irgendwie gesteuert von irgendwelchen linksgrün versifften Politikern oder was auch immer. Ja. Da wird also irgendwie so ein Unverständnis geäußert, dass die es nicht einsehen, dass die Technik so toll ist. Dazu muss man aber Folgendes wissen. So ein Hyundai Nexo zum Beispiel, der kostet im Laden 80.000 Euro. Hyundai selber in der Produktion kostet der 110.000. Die Dinger sind einfach um einen Faktor 3 zu teuer. Und das ist was, das kann man dann nicht mehr mal mit ein bisschen Förderung hier oder da glatt ziehen.
Ja, die sind um einen Faktor 3 zu teuer. Das nächste ist, da kannst du in die Bedienungsanleitung vom Nexo reingucken, du musst alle 10.000 Kilometer zu einem durchgängigen Sicherheitscheck in die Werkstatt. Ja, das ist Druckwasserstoff, 700 Bar. Wenn so ein Ding hochgeht, ja, dann kannst du den Jungs in der ISS mal die Hand schütteln. Ja. das ist kein Spaß. Wenn, natürlich sind diese Tanks sicher, die sind getestet, da kannst du mit der Kugel drauf schießen, der explodiert nicht. Aber das ist die Statistik kleiner Zahlen, die das sicherstellt. Man kann sich, wenn da jetzt mal Millionen Fahrzeuge auf der Straße vorstellen, kann man sich ganz andere Szenarien vorstellen. Ja? Dass irgend so ein Ding mal auf dem Bahnübergang stehen bleibt, dass ein Zug drüber fährt und dann halten die Tanks eben nicht mehr, sondern die zerreißt's. Dann habe ich die schiere mechanische Energie von den 700 Bar. Ich habe eine Entzündung mit Sicherheit. Ich habe eine Detonation, weil das ein Überschall-Event ist, das Knallgas. Da lupft's halt auch mal die Lokomotive von den Schienen. Und das sind alles solche Sachen, wenn sowas passiert und du stehst nebendran, 10 Meter, stirbst du an einer Lungenruptur. Das ist dann kein Spaß mehr. Leute haben schon auch Bedenken, Sicherheitsbedenken, dass sowas auch mal schief gehen kann. Und die Nachteile sind halt im Augenblick leider auch, dass wir kein Tankstellennetz haben. Das liegt aber auch daran, dass halt so eine Tanksäule 1 bis 2 Millionen Euro kostet. Eine Ladestation irgendwo kostet 100.000 Euro. Ja, das ist ein Zehntel bis ein Zwanzigstel. Das lässt sich eher mal irgendwo einrichten. Und die Ladesäulen selber, die auszubauen, das geht nur mit massiver Förderung. Ich empfehle jedem mal, da gibt es eine Webseite, H2 Live heißt die. Da ist eine Karte drauf mit den ganzen Tankstationen für Wasserstoff. Alle 6. Klickt da mal drauf. Ich habe keine einzige gefunden, bei der mehr als 2 Tankvorgänge pro Tag stattfinden. Mhm. Ja, für 1 Million oder 2 Millionen Euro Invest. Und damit Geld verdienen zu wollen, das ist schon ja. Ja, es ist halt quasi der Bittermax, ne? Und wenn wir VHS angucken, also die batterieelektrischen Fahrzeuge, ne, Kathode optimieren, Anode geht auch noch ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, plus eben die Cell-to-Chassis-Geschichte, wo man viel eben mehr machen kann auf dem gleichen Volumen letzten Endes, was man da noch optimieren kann, plus was zum Beispiel Mercedes gezeigt hat mit dem EQXX aerodynamisch, ist noch viel Luft in der Gestaltung von Fahrzeugen. Und dann bin ich lange jenseits von Reichweiten, die irgendein normaler Mensch jemals bräuchte, oder? Ja, also so ein Toyota Mirai hat 500 bis 550 Kilometer Reichweite. Das schaffst du mittlerweile auch voll elektrisch. Ja. Ja. Da zu sagen, ja, die Batterien, die kacheln ja ab. Heutzutage entscheidest du die Reichweite mit dem Geldbeutel. Ja, das ist kein technisches Grundsatzproblem mehr. Mhm. Und eine Sache möchte ich vielleicht auch noch sagen. Der Wasserstoff wird immer als grüne Lösung beworben. Im Augenblick kommen über 90% des Wasserstoffs aus der Dampfreformierung von Erdgas. Da wird also Erdgas, Methan, CH4, wird mit Wasserdampf versetzt, erhitzt und dann gibt es Kohlendioxid und Wasserstoff. So, das heißt, für jedes Molekül Wasserstoff gibt es einen gewissen Anteil an Kohlendioxid, der gleichzeitig in die Luft entlassen wird. Das aktuelle Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug hat über seinen Lebenszyklus einen CO2-Fußabdruck oder eine Treibhausgasemission, die irgendwo zwischen einem Diesel- und einem Plug-in-Hybrid liegt. Wahnsinn. Und da braucht man sich jetzt nicht mehr wundern, dass kein Hersteller in Europa
auch nur annähernd Lust hat, sich seine CO2-Flottengrenzwerte zu zerschießen. Mit einer Technik, die ihm in der Richtung nur ein Greenwashing anbietet, aber wo es keinen grünen Wasserstoff gibt. Und die nationale Wasserstoffstrategie, die jetzt letztes Jahr verabschiedet worden ist, die sieht eine Produktion von grünem Wasserstoff perspektivisch bis 2030 in der Höhe von 14 Terawattstunden vor. 14 Terawattstunden. Davon werden allein 10 Terawattstunden von ThyssenKrupp gebraucht für die Stahlherstellung. Ja. Und da irgendwie auch nur denken zu wollen, dass da noch irgendwas für den Verkehr übrig wäre. Ich meine, die Chemieindustrie braucht ja auch noch. Das reicht ja alles gar nicht. Das heißt, die müssen irgendwo, müssen sie Wasserstoff beikriegen, wenn sie das machen wollen. Und das ist nicht trivial. Man kann Wasserstoff in der Wüste herstellen, zum Beispiel, mit Solarenergie oder sowas. Meinetwegen verflüssige ich auch noch, obwohl ich da 40% von meinem Wirkungsgrad verliere, weil es tiefkalte Flüssigkeit ist. Aber ich brauche in der Wüste, für jedes Kilogramm Wasserstoff brauche ich 9 Kilogramm Reinstwasser. Das ist schon mal eine Nummer. Dann habe ich den Flüssigwasserstoff vielleicht irgendwo an einem Terminal. Dann brauche ich ein Kryotankschiff. Es gibt ein großes Kryotankschiff in der Planung von Kawasaki mit 4 Behältern a 40.000 Kubikmetern, macht 160.000 Kubikmeter. Es ist das Größte, was jemals in Planung war oder gebaut werden wird. Um einen mittleren Öltanker zu ersetzen, energiemäßig, brauche ich 33 dieser Kryotankschiffe. Ich möchte mal sehen, wie das geht. Ja. Das konnte mir bisher noch keiner erklären. Da heißt es, ja, aber machen wir Pipelines. Ja, sollte man machen, aber ich sehe halt noch nicht, dass da irgendwas in der Vorbereitung ist, muss ich wirklich sagen. Ja. Das heißt, es sind alles solche Ideen, die sich vielleicht auf 2040 verschieben. Und für die aktuelle Klimaproblematik null Relevanz haben. Also man kann im Prinzip sagen, in dem Moment, wo wir so viel überschüssigen erneuerbaren Energiestrom hätten, dass wir vielleicht auch im eigenen Land einfach alles, was übrig ist, in Wasserstoff wandeln wollten, ist das Batterieproblem wahrscheinlich schon 20 Jahre gelöst, also das Mobilitätsproblem. Ich sehe jetzt nicht, dass wir so viel haben würden. Also es wird ja immer auch der eigentlich gute Vorschlag gemacht, den überschüssigen Windstrom in Wasserstoff umzuwandeln. Der überschüssige Windstrom in Deutschland sind 7 Terawattstunden pro Jahr. Das heißt, jetzt muss man dazu wissen, dass der Verkehrssektor insgesamt an Öl und Gas derzeit 750 Terawattstunden pro Jahr verbraucht. Ja. Das heißt, wir haben da irgendwie tatsächlich ein Prozent. Ja. Okay, bei sehr schlechtem Wirkungsgrad. Aber. Bei einem relativ schlechten Wirkungsgrad. Was ich halt auch ein bisschen vermisse, muss ich sagen, ist bei Politikern, die ja immer so für Technologieoffenheit sind und sich da äußern. Ich habe noch von keinem dieser Leute gehört, dass es seinen Wählern gleichzeitig erzählt hätte, dass man halt für die Wasserstofftechnik auch 3 bis 4-mal so viele Windräder braucht. Ja, die man dann auch vor die Nase stellen müsste, wenn man das im Land herstellen möchte. Ja, und das ist halt was, das sehe ich noch nicht, dass wir wirklich so viel Überschüsse hätten, dass wir damit überlegen müssen, dann sowas zu machen. Ich habe auch noch eine Sache bei euch aus dem Podcast rausgehört, die betrifft die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt, weil das eigentliche Argument ist ja nicht mal unbedingt Geld oder so, sondern immer dieses, dann kann ich in 5 Minuten tanken. Aber diese Tankstelle, die bei minus 40 Grad Celsius oder so betrieben werden müssen, ne, diese Tanks und 1050 Bar, also ich stelle mir das so vor, man kennt das doch von so Feuerzeugbenzin, ne? Wenn man da irgendwie dieses verflüssigte Gas ins Feuerzeug rüber macht, bin ich da völlig falsch? Vergiss es. Es ist so kalt. Nee, also es ist so.
Also die Tankstellen selber, die allermeisten lagern Druckgas, kein Flüssiggas. Hier, also Wasserstoff. Ja. Der Punkt ist, Wasserstoff hat eine so niedrige, sogenannte kritische Temperatur, dass du im Gegensatz zum Flüssiggas den Wasserstoff, wenn er einmal verdampft ist aus der Flüssigkeit, nicht durch den Druckbehälter einfach wieder verflüssigen kannst. Im Feuerzeug funktioniert das. Ne? Das verdampft ein bisschen und geht dann aber wieder zurück in die Flüssigkeit. Wenn beim Wasserstoff ein Molekül mal draußen ist, bleibt es draußen. Da gibt es kein Zurück mehr. Ja. Deshalb würde so ein Tank eher platzen, als dass sich das wieder in der Flüssigkeit halten würde. Das heißt, man hat den sogenannten Boil-Off. Man muss da immer wieder Druck rauslassen, sonst fliegt einem das Ding um die Ohren. Also nimmt man Druckgas. Das Druckgas muss in einem Autotank bei 700 Bar gespeichert werden. Ja. Und dazu ist eine Vorkonditionierung erforderlich. Man presst es vor auf 1000 Bar. Und dann ist es auch so, da gibt es eine seltsame Eigenschaft des Wasserstoffs. Das liegt an dem sogenannten Joule-Thomson-Koeffizienten. Der Wasserstoff kühlt sich nicht ab, wie die meisten Gase, wenn man ihn expandiert, sondern er erhitzt sich. Ja. Der hat also ein gegenteiliges Verhalten. Und deshalb muss man den vorkühlen, damit er die Behälterwand nicht so sehr belastet. Beim Expandieren in den leeren Autotank. Ja, man kommt ja dann von einem sehr hohen Druck runter dann bis zu maximal 700 Bar. Und deshalb wird der vorgekühlt, um den Tankbehälter praktisch zu schonen. Und das dauert eine gewisse Zeit. Auch die Zapfanlage, die ist dann erstmal eingefroren nach so einem Tankvorgang. Da ist also Schnee und Eis außenrum. Das muss einerseits wieder auftauen für den nächsten Tankvorgang. Und dann ist es auch so, dass eben diese Vorkonditionierung einen gewissen Zeitaufwand erfordert. Mittlerweile sind die Tankstellen besser geworden. Also die können 2 bis 3 Tankvorgänge hintereinander machen. Aber dann ist wieder so eine Regenerierungsphase von einer halben Stunde oder sowas notwendig, bis dann der nächste tanken kann. Ja. Das heißt, ich kann Glück haben und kann in 3 oder 5 Minuten tanken. Ja. Ich kann aber auch Pech haben und muss eine halbe Stunde warten, bis ich in 3 Minuten tanken kann. Und welche Entwicklungsschritte sind da zu erwarten? Jetzt im Vergleich zu Batterien, wo es ja jetzt gerade schnell geht? Also naja, das ist, ich meine, das ist klassische Mechanik und klassische Physik. Also da ist, ich weiß nicht, ob da irgendjemand noch was Cleveres einfällt. Im Augenblick versucht man eher, die ganzen Sicherheitsprobleme zu vermeiden, die da auch auftreten können. Das ist Wasserstoff bei hohem Druck dringt in die Materialien ein, auch in die Metalle. Und wenn sie da irgendwas finden, wenn der Wasserstoff da irgendwas findet, mit dem er reagieren kann, dann tut er das und das führt dann oft zu einer Materialversprödung. Das ist in Norwegen passiert, bei dieser einen Wasserstofftanke, die da in die Luft geflogen ist. Das war so ein Materialproblem. Ne? Das versucht man jetzt halt, glaube ich, auch nach und nach auszumerzen, um da die Sicherheit zu erhöhen. Warum genau bauen die Hyundai noch den Nexo und warum gibt es den Mirai? Also Hyundai ist letzte Woche ausgestiegen. Das ist vielleicht noch nicht so bekannt, aber die haben angekündigt, dass sie nach dem Nexo die Entwicklung nicht mehr weiterführen. Also muss dazu sagen, letztes Jahr ist Daimler ausgestiegen, nach 30 Jahren Entwicklung. Ja. Dann ist Honda ausgestiegen. Jetzt Hyundai hat angekündigt auszusteigen und ich empfehle mal die Begründung sich anzugucken von Hyundai und von Mercedes oder Daimler. Das sind praktisch identisch, weil sie sagen, wir haben keines unserer Ziele erreichen können. Wir sehen auch nicht, wie wir sie in nächster Zeit erreichen werden. Die
erhoffte Preissenkung beim Kraftstoff ist auch ausgeblieben. Die technischen Fortschritte waren moderat, aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie riesige Durchbrüche erzielt hätten. Das funktioniert alles, aber es ist irgendwie zu teuer und für den Kunden uninteressant. Und das gleicht sich eigentlich sehr, was Daimler und was Hyundai da gesagt hat. Das heißt, es gibt jetzt noch eine Kooperation zwischen Honda und BMW. Ja. Dazu muss man aber sagen, dass bei BMW, also heißt ja, BMW, die kommen dann raus mit dem Wasserstoffauto. Bei BMW arbeiten 14 Leute dran. Von 125.000. Ja, nicht lachen. Also das ist, also da muss man wirklich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist natürlich absolut legitim, dass eine Firma da auch das Know-how bewahren möchte und auch mitgehen, wenn es da weitere Fortschritte gibt, um sich offen zu halten, da auch mal wieder einzusteigen. Aber jetzt herzugehen, zu sagen, ja, ja, die haben jetzt ihre Kompetenzen gepoolt und kommen demnächst mit dem großen Ding raus. Also das sehen nicht mal die so, ja, sondern das ist einfach Know-how-Sicherung und Technologie verfolgen. Ja, damit kommen wir jetzt eigentlich hervorragend in das letzte Thema, zu den E-Fuels und Synfuels rein, weil du hast jetzt gesagt, Wasserstoff rechnet sich letztendlich eigentlich nicht, ne? Also der Kraftstoff selber ist zu teuer, die Technik ist zu teuer, um das, ich sag mal, an den Mann zu bringen. Warum nicht die alten Fahrzeuge nutzen, die jetzt schon draußen sind und einfach mit einem synthetischen Kraftstoff tanken? Na, da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten. Wird ja auch von der Politik immer wieder so schön. Habe ich kürzlich auch wieder gehört, ja. Also ich hatte, wann war das, Anfang Oktober, einen Vortrag beim Automotorsportkongress. Und da hatte ein Vertreter vom ADAC vorgetragen und sich also bitter beklagt, dass da zu wenig Förderung unternommen würde, um die E-Fuels jetzt einfach mal rauszubringen. Ja. Mhm. Weil da könnte man ja dann, wenn man jetzt ab morgen mit E-Fuels fährt, könnte man ja CO2 sparen. Also, Folgendes. Man kann E-Fuels herstellen. Dazu braucht man zwei Zutaten. Das eine ist Wasserstoff, über den haben wir jetzt gerade gesprochen, und zwar grünen Wasserstoff. Ja. Und dann braucht man noch Kohlendioxid. Und das Kohlendioxid muss aus der Luft geholt werden. Ich brauche mit dem sogenannten Direct Air Capture Verfahren, um eine Tonne Kohlendioxid aus der Luft abzuscheiden, brauche ich 1000 Kilowattstunden Energie. Da gibt es, also das derzeit bekannte Projekt, das größte bekannte Projekt läuft auf Island und das Ergebnis ist also eigentlich eher, dass es schwierig ist, ja, CO2 aus der Luft abzuschalten. Ja. So, damit kann ich zum Beispiel Methanol machen. Wenn ich die zwei zusammenbringe. Das hat man zum Beispiel vor, jetzt von Porsche mit Siemens zusammen in Patagonien, Chile, in Haruoni. Da wird also ein Windpark aufgebaut, um den Wasserstoff zu erzeugen, die Energie für das CO2-Capture. Und dann gibt es chemische Anlagen, die dann den Kraftstoff herstellen. Da gibt es mehrere Aspekte. Das eine ist, also nach den Zahlen, die ich kenne, braucht man irgendwie so zwischen 20 und 25 Kilowattstunden elektrischen Strom, um einen Liter von so einem E-Diesel oder sowas herzustellen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir fahren 100 Kilometer mit diesem E-Diesel. Da brauche ich jetzt, sagen wir mal, 6 Liter oder sowas. Das heißt, ich brauche 130 bis 150 Kilowattstunden, ja, an Energie, elektrischem Strom. Mit diesen 130 bis 150 Kilowattstunden, ich meine, ihr wisst das, kann ich elektrisch 800 bis 1000 Kilometer fahren. Ja.
je nachdem, was ich halt habe. Das heißt, ich habe eine zehnfach höhere Reichweite oder eine acht bis zehnfach höhere Reichweite oder Nutzungseffizienz von meinem Strom, den ich irgendwo habe. Jetzt kann man natürlich hergehen, kann sagen, das ist alles Mumpitz. Wir gehen nach Chile und da ist der Strom im Überfluss. So kann man gar nicht rechnen. Und wir produzieren das einfach für lau und bringen das dann hierher. Ja. Also bitte nicht falsch verstehen, ich finde das Projekt gut. Ich finde vor allem gut, dass Porsche sagt, wir glauben, dass wir auch nach 2030 noch eine gewisse Anzahl an Verbrennungsmotoren laufen haben werden in unseren Porsche-Fahrzeugen, weil es einfach Leute gibt, die wollen das. Und wir stellen uns dieser Verantwortung und gießen in den großen See des Kraftstoffs einen gewissen Anteil, der irgendwie an einigermaßen CO2-neutral erzeugt worden ist, rein und geben dadurch unseren Fahrern auch ein besseres Gewissen. Ne? Gehört ja auch dazu. Und wir nehmen einfach diese Herausforderung an. Das finde ich beachtenswert. Jetzt ist es aber so, dass man dann auch gleich wieder hört von Politikern zum Beispiel, ja, damit lösen wir dann die Klimaprobleme, wenn wir das einfach morgen machen. Haru Oni ist das größte mir bekannte Projekt im Augenblick. Die haben vor, bis 2030 550 Millionen Liter Kraftstoff im Jahr zu entwickeln, zu produzieren. Das ist eine ganze Menge. Aber wir verbrauchen im Augenblick pro Jahr 47 Milliarden Liter Kraftstoff. Das heißt, es sind 1,3% unseres derzeitigen Kraftstoffverbrauchs. Wer behauptet, man könne damit irgendwelche Klimaprobleme lösen oder sowas, jetzt durch eine politische Förderung oder in 10 Jahren, der weiß es entweder nicht besser oder er lügt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, wenn man dann darüber spricht, das hat ja auch schon ein politischer Vertreter bei Lanz irgendwie vor der Wahl gesagt, da hat er irgend so ein Projekt irgendwie von irgendeinem Lehrstuhl an der Uni in Magdeburg oder was weiß ich wo zitiert, die da irgendwelche homöopathischen Mengen von E-Fuels herstellen. Und dann gilt das Problem schon als gelöst. Mhm. Ist es nicht. Ja, der große Inputstrom fehlt an Energie. Das kann man dann tatsächlich nur in Ländern machen, die sonnen- oder windreich sind. Die Frage ist tatsächlich, wo wird sowas aufgebaut und bis wann? Ja, und da sehe ich noch Schwierigkeiten. Wir brauchen zuerst den grünen Wasserstoff. Ja. Dann brauchen wir das CO2. Und das ist kein Zuckerschlecken. Ja. Dieses Direct Air Capture ist nasty stuff. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Und damit dann zu sagen, wir sind klimaneutral. Also ich kenne auch Kollegen, die sagen, naja, wenn ich das alles durchrechne, dann ist der CO2-Fußabdruck allein durch die ganze Anlagentechnik, die ich da brauche, ist der CO2-Fußabdruck von diesem E-Diesel, der ist größer wie der vom normalen Diesel. Sagen manche, ja. Also kann ich jetzt nichts dazu sagen, ich habe das selber noch nicht durchgerechnet, aber das darf man auch nicht unterschätzen, dass der Erzeugungsaufwand, der da überall reingeht, natürlich auch mit ins Gewicht fällt. Ich wundere mich häufig auch über die politische Dimension, denn jetzt gerade sind wir maximal abhängig von Öllieferanten und wir haben im Prinzip durch ein paar Windräder aufstellen die einmalige Möglichkeit, das sehr, sehr uns davon abzukoppeln, also auch von Erdgas, ist ja jetzt gerade auch wieder im Gespräch mit Russland und so weiter. Wenn wir Wärmeerzeugung und Mobilität im Prinzip auf Elektrizität umstellen können, die wir größtenteils, zumindest innereuropäisch, auch herstellen können, warum würde man das aus der Hand geben, damit man aus Chile irgendwelche Kryotanker rüberfährt oder ne, sowas, was E-Fuels angeht? Da sehe ich auch gar nicht so die weltpolitische Realität drin. Wer würde das wollen? Und ist es teurer und ineffizient und. Also das ist auch was ich wahrnehme. Es gibt
immer wieder die Aussage, ja, wir haben bisher immer unseren Kraftstoff importiert, das werden wir auch weiterhin tun. Ja. So als ob das eine natürliche Gesetzmäßigkeit wäre. Also ich glaube tatsächlich, dass wir bestimmte Anwendungen auf absehbare Zeit zumindest nicht elektrifizieren können. Das ist Flugverkehr, da kann man vielleicht mit Wasserstoff in bestimmter Reichweite was machen. Aber ansonsten wird es auf E-Fuels rauslaufen. Dann bei Schiffen ist mir auch noch nicht so ganz klar, wie das gehen soll. Vielleicht mit Ammoniak und Brennstoffzellen, könnte es sein. Flüssiger Ammoniak ist einfacher zu handeln als Wasserstoff, hat die doppelte Wasserstoffdichte wie Flüssigwasserstoff, hat ein paar Vorteile. Aber das ist alles noch nicht klar. Und die E-Fuels für PKWs, ich meine, die Frage ist, wann sind die halt verfügbar? Wer macht es? Und das Argument, was du gebracht hast, das ist natürlich auch was oft übersehen wird. Der Energieeinspareffekt. Ich höre immer nur, wo soll denn der ganze Strom herkommen für die E-Autos? Ja, das ist richtig. Das ist eine absolut berechtigte Frage. Wir brauchen bei einem derzeitigen Verbrauch im Mobilsektor von 750 Terawattstunden brauchen wir 130 bis 150 Terawattstunden Strom stattdessen. Aber wir sparen dann gleichzeitig 750 ein. Und darüber redet keiner. Ja? Das heißt, das ist das gigantischste Energiesparprogramm, was wir jemals auch nur in Angriff genommen haben. Ja? Wir haben einen Strommarkt, der ist etwa 600 Terawattstunden pro Jahr. Den müssen wir um ein Viertel erweitern, um unseren gesamten Verkehr darin unterzubringen. Um ein Viertel in 20 Jahren. Das ist jedes Jahr 1% oder 1,5%. Das kann man hinkriegen. Ja. Mhm. Und wir sparen diese Gigantomenge an Flüssigkraftstoffen ein. Ich glaube, über sowas sollten wir ab und zu mal reden. Mhm. Das machen wir tatsächlich ab und zu. Die Frage ist nur, wer hört dazu? Da glaube ich, um das ein bisschen abzurunden, auch der Zeit wegen, da glaube ich, hast du auch einen gewissen Beitrag jetzt geleistet am heutigen Abend. Da war jetzt sehr viel Information drin, sehr viel Lehrreiches drin und vor allem alles in einer Tiefe, die wir meistens nicht erreichen, denn sorry, wir machen das ja hier nur zum Spaß. Ne? Wir wissen längst nicht alles, aber das Gute daran ist, dass wir das wissen und dann eben Leute wie dich hier einladen dürfen und hier willkommen heißen dürfen. Und ich glaube, für heute sind wir erstmal durch damit. Wen interessiert, was du hier so erzählst, dem sei dringend nochmal der Gladen-Podcast ans Herz gelegt, quasi euer oder dein Haus- und Hof-Podcast vom Helmholtz-Institut. Grüße auch an Patrick und wie heißt der andere? Sorry, ich habe den Namen vergessen. Daniel. Patrick von Rosen und Daniel Messling. Ganz liebe Grüße, zumindest die Patrick. Macher. Genau, zumindest Patrick haben wir auch persönlich kennengelernt vorhin schon und auch vor einer Weile schon. Kann man wirklich nur jedem ans Herz legen, da gibt es sehr viel zu lernen. Und dann versteht man auch sehr schnell, warum das Ding mit den batterieelektrischen Fahrzeugen VHS ist und der ganze andere Betamax-Quatsch schon eine Weile bestimmt irgendwie noch stattfindet, aber durchsitzen wird sich's wahrscheinlich nicht, zumindest nicht. So wie manche sich das wünschen. Ne? Denn die jetzt gelernt haben, ich warte vielleicht doch nicht mehr auf Wasserstoff, das dauert zu lange, dann nehme ich doch E-Fuels, die haben wir jetzt auch gelernt. Weiß nicht, wie viel Sitzfleisch man da mitbringen muss. Ne? Also, Malik. Als alter Hase muss ich an einer Stelle den hinkenden Vergleich kurz mal eine Krücke unterschieben. Natürlich war Betamax... Oh, hier, Polizei will mich holen. Natürlich war Betamax das bessere System. Es hat sich nur auf dem Markt nicht durchgesetzt. Das ist wie bei Apple und Microsoft, oder? Ungefähr so. Ja, also wie auch immer, wir brechen gerne alle zwei Wochen regelmäßig hier die Lanze für die vollelektrischen Fahrzeuge, zumindest was den Autoverkehr und sonstige Individual- und auch öffentlichen, persönlichen, Personennahverkehr heißt das, ÖPNV und so weiter, irgendwie für das Beförderung von Menschen und Materialien angeht, glaube ich, ist das Beste, was man machen kann. Und das, wo man am meisten jetzt noch Potenzial hat und in den letzten Jahren so massiv viel erreicht hat, dass die Fragen, die sich heute immer noch offensichtlich sehr viele Leute stellen, eigentlich durch sind, meiner Meinung nach. Ne? Ob es die Frage ist nach der Reichweite oder nach dem schnellen Laden oder wann brennt der Akku und all diese Dinge. Darüber haben ja wir jetzt auch vor gut 6 Jahren angefangen zu sprechen.
Und die Themen, sorry, sollten wir eigentlich echt nicht mehr besprechen. Und das Potenzial, Max, hast du sehr schön dargelegt, schon ganz zu Beginn dieser Sendung. Wer möchte, kann sich einfach gleich nochmal anhören. Und ihr wisst ja, das ist Wiederholung, fördert das Merken von Dingen. Ne? Also öfter anhören und dann rüber zum geladenen Podcast. Ich sage auf jeden Fall mal, auch im Namen der anderen, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht machen wir ja nochmal was. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch. War sehr interessant. Ja,